Damit wir uns gegenseitig streiten. Lasst das einfach. Gottes Segen euch. Nein, Bruder, ich habe jetzt den Call um 15.30 Uhr verschoben. Bruder, guck mal. Doch, guck mal, dieser Typ macht das seit Jahren. Ich habe immer meinen Mund gehalten. So, wenn ein, zwei Brüder zu mir kommen und sagen zu mir, Bruder, die reden über dich. Dann bin ich bereit, auch die öffentlich bloßzustellen. Lass mich nicht reden über Amir. Lass mich nicht reden über Reza. Lass mich nicht reden über Danny. Soll ich deren Sünde mal aufzählen in der Öffentlichkeit? Das, was sie tun, können wir genauso machen. Dieser Danny hier, dieser Scharlatan hier, ja? Reza sagt, ein Esoteriker, ein Satanist kann niemals mehr zum Glauben finden. Aber was hat er in meinem Video gesagt? Er hat sein Blut den Satan übergeben. Er hat das angeblich unterschrieben. Und was habe ich damals gesagt? Auch so einer kann zum Herrn finden. Was ist zum Beispiel mit Simon der Zauberer? War das nicht ein Satanist? Auch. Aber der hat zum Glauben gefunden. Reza sagt dagegen, nee, so ein Typ kann nicht mehr zum Glauben finden. Das widerspricht die ganze Bibel. Denn 1. Johannes sagt, alle Sünden sind durch, wenn man sie bekennt, ist Gott treu und gerecht, dass er alle Sünden vergeben kann. Was macht Reza daraus? Er macht daraus Breakdance. Wenn 1. Johannes sagt, alle, das heißt wirklich alle Sünden, dann kann er nicht sagen, nö, wir machen jetzt eine Ausnahme. Verstehst du? Und deswegen soll dieser Reza und dieser, vor allem dieser Danny hier, nicht als Apologeten spielen. Soll er sich weiter mit seiner Dreiecke, Vierecke beschäftigen mit 24 Stunden? Habe ich nichts dagegen. Aber rede nicht in der Öffentlichkeit. Rede nicht darüber in der Öffentlichkeit. Wenn du Mann genug bist, Danny, komm und hau nicht ab. Wenn du über mich redest wie eine Frau, so ein Lästerer, wie so ein kleines Mädchen, so ein Kichern, dann komm und rede mit uns. Genau, er spricht sogar das Rote Liebe, das Heil ab. Diese Leute sprechen alle das Heil ab. Da sind die Ankläger der Brüder. Diese Leute sind Demas. Hochmütige. Und Reza ist ein Guru, ja, der einfach nicht den Geist, der hat nicht den Geist Gottes. Das ist es. Aber wenn du meinst, dass du apologetisch stimmst, ja, dann rede nicht. Komm und sei Mann genug. Und ich verspreche euch, ich werde euch allen Einzelnen zerlegen, ob Amir oder Reza, gar kein Problem für mich. Wir machen das. Ich wollte nicht meinen Mund auftun und ich habe nie geredet über diese Leute. Aber wie viele Geschwister haben mich angeschrieben, dass sie in deren Gruppe waren. Die haben einfach Fragen gestellt, ja, um suchende Menschen. Und dann haben die geprüft, dass was Reza gesagt hat, nicht stimmt. Was hat man mit denen gemacht? Das hat man sofort das Heil abgesprochen. Das heißt, wenn ihr die Bibel zitiert, 1. Korinther 5 mit Verurteilung und Pipapo, das ist euer Lieblingsvers, ja, dann zitiert ihr euch selbst und ihr merkt das nicht. Wie kann das sein, wenn du zum Beispiel Rudolf Eberzeuser Reza feierst, wie kann er dann zu mir sagen, dass du ein Irrlehrer bist? Hm? Wie kann das sein, dass ältere Brüder wie Roger Libye, Rudolf Eberzeuser zu euch sagen, zu mir gesagt haben, das, was dieser Reza gesagt hat, ist falsch. Das Hebräer 6 spricht mich überhaupt null an. Weißt du warum? Hebräer 6 spricht bewusste Abkehr. Wenn du dich bewusst vom Herrn abkehrst. Was ist damals? Und dann sagen, ja, aber der Petrus hatte nicht den Heiligen Geist gehabt. Das ist völlige Lüge. Johannes 20, Vers 14 sagt, dass sie den Heiligen Geist empfangen haben. Und er wird durch alles reden, was ich zu euch gesagt habe. Geht hin und heilt sie. Wie kannst du ohne den Heiligen Geist heilen? Judas Iskariot zum Beispiel, der war im Not, der war nicht im Not. Der hat bewusst, hat er den Herrn gesagt, ich verrate ihn, ich verleugne ihn. Mit bewusster Abkehr. Obwohl er die Taten und Wunder gesehen hat. Das spricht Hebräer 6 ihn an. Aber nicht Petrus. Verstehst du? Das sind die Leute, die im Not sind. Der Herr hat Gnade. Was ist passiert zum Beispiel mit Petrus? Genau, mit Petrus, als er mit den Galater rumgeheuchelt hat. War das nicht Heuchelei? Der Blick hat das so ins Gesicht
Und was hat Paulus dann zu ihnen gesagt? Hör auf rumzuheucheln. Was ist denn Heuchelei? Fang doch erstmal an, was ist Heuchelei? Heuchelei ist, wenn du das weißt, aber so tust. Aber jemand, der bewusst etwas tut, ist in dem Moment kein Heuchler, weil er zu dieser Lehre steht. Das ist keine Heuchelei. Und das ist Hebräer 6. Deswegen, lieber Danny und diese ganzen Leute, wenn ihr meint, dass ihr mich nicht beachtet, dann redet nicht über mich. Und blockiert mich nicht. Ja, ich wollte nie, wie gesagt, über diese Person reden. Und vor allem dieser Danny und dieser Pavlos, diese Milchtänker hier, die sich auf Apologeten hier auf TikTok sich stellen. Ja, ihr wart doch zu mir. Wer hat mich damals angeschrieben? Ihr wart das. Wie so kleine Kinder. Was habe ich anhand der Bibel falsch gesagt? Kommt hoch und beweist mir, was ich euch gelehrt habe damals. Was war daran falsch? Jetzt geht ihr zu Reza, weil er ist ja mit Ami gut befreundet. Für Klicks, das seid ihr. Weil Ami hat eine Reichweite. Aber lasst mich nicht über Ami reden. Verurteile erstmal deinen Bruder und verurteile erstmal Danny, dass er vorher ein Satanist war. Okay? Und dann tut er so, ja, ich entschuldige mich, so ein Monafik. Steh dazu, was du gesagt hast. Und damals habe ich ihn den Interview gegeben. Das war ich. Ich habe diese Interview geführt. Was hat er da gesagt? Er hat mir doch klar hat gesagt, er hat die Seele den Satan verkauft. Und ich habe ihm damals schon gesagt, du kannst nicht die Seele verkaufen. Die Seele gehört immer Gott. Und was sagt Reza? Man kann die Seele verkaufen. Du bist ein Monafik. In der Bibel steht ganz klar, du kannst nicht die Seele. Gott gehört der Seele. Dem Teufel gehört das nicht. Der Teufel kann die Seele manipulieren und dich benutzen, wenn du ihn das lässt. Aber die Seele gehört immer noch Gott. Gottes Segen wünsche ich dir. Ja, lieber Heil. Hallo, kannst du mich hören? Ja, ich kann dich gut hören. Gottes Segen, Bruder. Dir auch, mein Bruder. Ich habe dir zugehört, Bruder, ich stimme dir zu, ja, also ich will dir auf jeden Fall einen fetten Stempel geben. Was ich dich aber bitten würde, wieso gehst du denn nicht einmal hoch bei Pavlos oder bei diesen Amir, weil die sind ja öfters live. Also okay, ich glaube. Aber Bruder, guck mal, was da steht. Die haben mich geblockt, als ich hochkommen wollte. Ich habe gesagt, lass mich bitte reden, wenn ihr über mich redet, ich komme hoch. Was hat dieser Danny gemacht? Er hat mich geblockt. Kannst du nicht versuchen, irgendwie durch einen anderen Account reinzugehen? Nein, also ich habe nur diesen Account. Die wollen gar nicht mit mir reden. Merkst du, weil die flüchten. Das ist das Problem. Das sind Milchtrinker. Okay. Der Alvaro hat mich privat angeschrieben. Ja. Hat mich privat angeschrieben. Ich habe gesagt, kein Problem, ich komme hoch. Ja. Aber dann sollen diese Milchtrinker komplett nach unten gehen. Ich rede mit diesem Guru. Wir sprechen genau über Hebräer 6. Kein Thema. Was macht dieser Danny, als ich kommentiert habe? Er hat mich geblockt. Ach, lass mal, Danny, der scheint mir auch irgendwie einer zu sein. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, der nimmt was. Weißt du was? Ich meine, der sieht auch schon so aus, als ob er was nimmt. Wie auch immer, das wäre auf jeden Fall eine sehr gute Debatte. Also du würdest die definitiv aussehen. Also Reza definitiv, weil der spricht ja wirklich Leuten den Heil ab. Er soll einfach gerne, guck mal, ich habe meinen Mund nicht aufgemacht. Guck mal, als damals Vita Loca über ihn geredet, ich war der einzige Bruder, dass ich nicht über die geredet habe. Ja. Ich habe nie meinen Mund aufgemacht. Ich gehe nicht in der Öffentlichkeit und rede. Aber reden über dich. Aber die reden über dich. Genau. Und wenn jemand über mich redet in der Öffentlichkeit, okay, soll ich von seinem Bruder seine Sünden mal aufzählen, was er gemacht hat? Gehört sich das? Nein. Gehört sich das als Christ? Soll ich das tun? Mache ich es aber nicht. Ich lasse es Gott. Aber lass mich nicht über Ex-Muslim reden. Ja? Ich weiß ganz genau, weil ich ihn am besten kenne. Aber er ist anders. Merkst du nicht? Aber Amir ist nicht auch 100% der Meinung, was Reza ist. Die sind ein bisschen. Er ist so, weil er sein Bruder ist. Guck mal, dieser Amir ist ein richtiger Monophik. Ich sag dir warum. Als ich damals gesagt habe, Bruder, dein Bruder ist falsch, was schreibt ihr mir auf Facebook? Wie kannst du über meinen Bruder reden, dies und das? Okay, Amir, ich bin nicht in der Öffentlichkeit gegangen, sondern hab dir privat geschrieben. Genau. Ich hab dich davor gewarnt. Vor 5 Jahren habe ich dich davor gewarnt. Ach so, schon so lange her. Natürlich. So, und ich habe dann hat er gesagt, ja, rede nicht so über meinen Bruder. Aber jetzt pack dich mal an deine Nase. Warum redet dein Bruder über mich schlecht die ganze Zeit? Seit Jahren. Warum? Okay, aber wenn das doch schon so lange her ist, wieso haben die das nicht dann so hinter sich gelassen und dass sie mal so ein Gespräch suchen? Wollen die nicht, Bruder. Und ich sage dir eine Sache. Wer hat mich damals im Stich gelassen? Weiß ich nicht, Bruder. Amir. Amir? Amir
hat mich damals im Stich gelassen. Ich warte war der mal, Einzige, der ihn damals, ja, hör zu, ich war der Erste, der damals ihn interviewt hat. Ich war der Erste, der gesagt hat, komm, geh mal, komm, wir gehen live, wir gehen das, das, das. Ich war bei ihm, wir haben zusammen gegessen, wir haben zusammen gebetet. Schön. Dann soll mir ein Punkt sagen, wo ich Ilira verbreitet habe. Sag mal, und dieser Danny genauso, das waren alles kleine Milchtrinker. Ja, ja, wer ja, hat ja, sie damals unterstützt im Glauben? Wer war das? Ich bin nach Hamburg damals zu ihm gefahren und habe ihn in den Arm genommen. Ich sage, ja, alles gut. Wer die Licht, die Brüder haben ihn verurteilt. Weil er mit einer Frau zusammen war, mit der er gar nicht verheiratet war. Ich habe zu ihm gesagt, Bruder, komm, der Herr vergibt dir, tu Buße, alles ist in Ordnung. Jeder hat seine Sünden, aber tu Buße, ist okay. Der war wie so ein kleiner, ja, hat rumgeheult. Okay. Verstehst du? Was hat damals Ami gemacht? Soll ich über den reden? Dass er 4 Jahre mit einer Frau zusammen war, mit der er gar nicht verheiratet war? Sein Bruder ist ein Munafik. Er soll sein Bruder... Was heißt das, Munafik? Heuchler. Ah, Heuchler. Er soll nicht auf Guru tun. Guck mal, der Herr segne ihn. Ja, auf jeden Fall. Er geht in der Öffentlichkeit und verkündigt den Herrn. Ich gehe in der Öffentlichkeit und ich verkündige den Herrn. Aber wie kommt ihr dazu, dass sie über mich lästert und meine Arbeit zunichte macht, wenn Brüder zu mir kommen und sagen, ey, was ist das? Warum redet er darüber? Wenn er ein persönliches Problem hat, dann sucht das Gespräch bei mir. Aber okay, kein Problem, ich bin in deinen Augen kein Christ. Okay, aber rede dann nicht über mich. Denn was ich anhand der Bibel sage, das belege ich auch. Aber rede nicht dann mit mir, rede dann nicht über mich. Aber weißt du, Bruder, was mich, Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort falle, weißt du, was mich wundert? Mich wundert ist, die wollen unbedingt so gerne mit Muslimen reden, Beispiel, die auch Beispiel sehr viel Wissen haben, aber wollen nicht mit einem Bruder reden, der auch sozusagen Christus nachfolgt, wie die jetzt auch denken. Und mit denen wollen die nicht reden, also mit dir. Genau, guck mal, Bruder, wenn dieser Reza was sagt, das ist für mich, wenn ein Sackreis in China fällt. Wenn er meint, ich bin abgefallen, kein Problem. Es ist okay, er hat dieses Verständnis. Kein Thema. Okay. Aber warum redest du über mich? Ja, ich verstehe. Weißt du was, Bruder? Ich werde nächste Mal... Steht schlecht. Guck mal, ich werd versuchen, heute in sein Live zu gehen oder morgen. Ich weiß nicht, wann er live ist. Und ich werde versuchen, ein Gespräch mit ihm zu suchen. Ich bin zwar niemand, Bruder, mich kennt ja keiner. Aber trotzdem, man kann ihn ja mal fragen, weißt du. Einfach mal wirklich mal fragen, ob er nicht mal... korrekt wäre, mal das Gespräch zu suchen, wirklich, vielleicht auch nur ihr beide, weißt du, man muss Bruder, ja nicht... Guck mal, es ist eine Sache, wo ich damals Arbeiten gemacht für den Herrn, da war dieser Amir, der hat da einen Daumen in seinen Mund genommen. Ja, da kommt damals nochmal TikTok, Welt. Was du meinst. Verstehst du? Wo ich damals verkündigt habe, im Jahr Ende 2006, da gab es keinen Amir. Da gab es niemanden. Darf ich fragen, wie alt du bist? Ich bin jetzt 34, Bruder. Boah, stark, sehr stark, Bruder, Gott segne dich, Bruder, so jung. Verstehst und so du, aber erhebe ich mich? Nein, nein, ich mache mich sogar noch klein, guck mal, es genau, reicht genau. Langsam. Guck mal, und der Bruder, sogar gegen Irfan haben die geschossen. Irfan hat mich Irfan hat mich angeschrieben und sagte, Bruder, was denkst du, soll ich in der Öffentlichkeit gehen, gegen diesen Ex-Muslim zum Schießen und gegen Reza? Der Herr soll mich umbringen und verfluchen. Was habe ich gesagt? Nein, tu das nicht. Mach das nicht. Ja. Hab ich gesagt. Ich hab sogar die Verläufe der Irfan, wenn er das hört, er wird es sogar selber bestätigen. Ich war derjenige. Und Ali, der wahre Glaube, er kennt am besten diesen Armin und so weiter. Wir haben immer gesagt, ist egal, was er gemacht hat, der Herr vergibt ihn. Aber wir reden nicht über Sünden. Ist okay, hört auf damit. Aber diese Leute hören nicht auf, Bruder. Diese Leute haben nichts zu tun, als über mich Lügen zu verbreiten, eine Propaganda in der Welt zu setzen, was nur nicht mal stimmt. Und vor allem Amir, dieser Munafik, er weiß es am besten. Ja. Verstehst du? Diese Leute verbreiten Irrlehren. Die haben keine Ahnung, was die Bibel sagt. Dieser Reza ist der Milchtrinker. Der weiß nicht, was er sagt. Ja, aber die feiern ja auch diesen Roger Libby und diesen Werner Gitt. Bruder, ich habe doch mit Roger Libby habe ich seine Telefonnummer. Ich habe mit dem persönlichen Kontakt. Ich habe mit Rudolf Eberzeuser persönlichen Kontakt. Verstehst du? Ich habe nur gesagt, hör dir das mal an. Weißt du, was die gesagt haben? Was, Bruder? Dass dieser Reza ein Irrlehrer ist. Der legt das komplett falsch aus. Er soll Hebräer 6 genau lesen, was da steht. Hebräer 6 sind die Leute, die bewusst vom Herrn abkehren. Bewusst. Genau, so wie Judas. Genau, ich verabschiede mich von dieser Lehre. So, bewusste Leute, die nicht wiedergeboren, können das sagen, bewusst. Ja.
Dann aber argumentiert dann dieser Reza, sagt, ja, aber damals hatten die Jünger nicht den Heiligen Geist gehabt. Jetzt frage ich dich jetzt ganz ehrlich, hat er überhaupt die Bibel gelesen? Wenn da Johannes 20, Vers 14 steht, dass Jesus gesagt hat und hauchte ihnen den Heiligen Geist, geht hin und verkündigt das Evangelium. Korrekt? Ja. Danach in der Apostelgeschichte haben sie den Heiligen Geist empfangen mit verschiedenen Sprachen. Korrekt? Korrekt, korrekt. Wie sollen die Jünger Jesus erkennen ohne den Heiligen Geist? Erklär mir das mal. Boah, geht doch gar nicht. Siehst du? Wie sollen sie ohne den Heiligen Geist Wunder tun? Geht doch gar nicht. Dankeschön. Hat Jesus Christus selber getauft? Ja. Was sagt der erste Johannes, was steht in der Bibel bei Markus Evangelium? Boah, ich weiß es jetzt nicht richtig. Johannes der Täufer sagte, ja, ich taufe euch mit Wasser, aber der euch taufen wird, der wird mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und was steht dann in Johannes? Dass Jesus selber getauft hat. Stimmt. Verstehst du? Er soll aufhören. Ja, aber mich regt das nur ein bisschen auf, weil, guck mal, anstatt wir zusammenhalten, die Leute, die wirklich auch stark im Glauben sind und die wirklich eine schöne Lehre, also die richtige Lehre verbreiten wollen, dass die wir nicht zusammenhalten. Was ist das, Bruder? Ja, ich kann das nicht fassen. Guck mal, es ist, merke dir eine Sache, Bruderherz. In der ganzen Geschichte, wenn Gurus aufstehen, die sind genauso wie Reza. Ja. Weißt du was, du bist nicht mein Mann, ich spreche dir das heil ab. Stimmt, die haben auch über Alvaro schlecht geredet und die wollen ihn vielleicht in die Hirnwäsche verpassen. Genau, Tess Russell, ein Irrlehrer, ist genauso. Er sagt, wenn man nicht hört auf ihn, so ist es so, ob du auf Gott nicht hörst. Dieser Reza hat gesagt, ohne mich, Reza hat in Facebook gepostet, ohne mich würden sie die Christen nicht mal wissen, was Finsternis ist. Dieser kleine Typ, der gerade mal 5 Jahre im Glauben ist. Dieser Milchtrinker. Also er hat von dem Bruder seine eigene Frau ausgeschnappt. Der Bruder hat mich angeschrieben. Ach du Scheiße. Und hat mir recht gegeben. Er hat mir damals recht gegeben. Bruder, du hattest so recht gehabt über dies. Ich habe alle gewarnt. Habt Acht. Und jetzt? Danny habe ich damals gewarnt. Ja. Und jetzt? Der kleine Pablo, dieser Italiener, der ist ja auch mit denen sozusagen richtig gut. Hat der auch was gegen dich gesagt? Dieser Pablo, warte mal kurz, Bruder. Warte kurz. Dieser Pavlos, Bruder, jetzt. Dieser Pavlos. Der kleine Italiener, du weißt doch. Genau, dieser Pavlos hat mich vor 2 Monaten angeschrieben, damit ich ihm helfen kann. Er hat mich damals auf Facebook jedes Mal kontaktiert. Und ich habe ihm immer geholfen. Okay, also hat er auch... Jetzt auf einmal hängt er mit Reza ab. Hörst du? Ja. Jetzt hängt er mit Reza ab und denkt, er ist jetzt ein Apologet. Stimmt. Ja, so. Ich habe noch die ganzen Verläufe über Pavlos und Danny auf Facebook. Habe ich alles da. Deswegen sage ich das. Guck mal, wie schlimm die sind. Die sagen zu mir, ich bin ein Irrlehrer, obwohl ihr von mir gelernt habt. Die sagen angeblich, du bist abgefallen. Ey, was für Menschen, ey, ohne Spaß. Okay, guck mal, wenn ich abgefallen wäre, ja, wie kann ich dann den Herrn immer noch verkündigen? Erzähl mir das. Das würde doch gar nicht gehen. Ach, Bruderherz, ja, du machst wirklich gute Arbeit, mein Bruderherz, wirklich. Also ich muss dir wirklich Props geben. Gott segne dich, Bruder, und danke dir, Herrn. Ich möchte nur wissen, wie kann jemand, der vom Herrn abgefallen ist, wie kann er dann noch vom Herrn erzählen? Geht nicht, Bruder. Geht nicht. Erzähl mir das mal. Erzähl das mal irgendwer. Guck mal, ich check das einfach nicht. Ich check das auch nicht, aber ich werde versuchen, mit denen heute live zu gehen. Ich werde versuchen, ein bisschen so, wenigstens, du weißt, was ich meine, oder? Guck mal, wir haben kein Problem damit. Wenn sie meinen, dass sie über mich reden, haben wir kein Problem. Ich habe alles schwarz auf weiß. Wir können Ex-Muslim entlarven. Lass uns einfach genau so tun, wie was die machen. Wir halten jetzt einfach dir den Spiegel vor. Ich zeige jetzt die Verläufe über Amir, seine Sünden. Ich zeige jetzt die Verläufe über Reza, seine Sünden. Kein Problem. Und ich zeige sogar das Interview noch einmal. Die ganze Interview, die ganzen Videos habe ich mit Danny geführt. Er sagte zu mir, er hat die Seele den Satan verkauft. Kann man doch gar nicht. Genau. Und ich habe zu ihm gesagt, Bruder, du kannst nicht die Seele verkaufen. Ach so. Du kannst sie nur anbeten. Wenn ich sage, darf, es gibt dieses Video. Hallo wieder, Luca, wie geht es dir? Zusammen, Shalom, mir geht's gut. Entschuldigung, habe einfach was gesagt. Aber in diesem Video sagt er, dass wie du deine Seele verkaufen tust.
das, also ein gewisses Video. Und er sagt, Babyblut trinken und gewisse Rituelle. Und in einem anderen Video sagte er ja, er hat seine Seele verkauft. Und das habe ich am krassesten gefunden, weißt du? Dass er in einem Video erzählt, wie du deine Seele verkaufst, und in einem anderen Video sagt er, dass er seine Seele verkauft hat. Und dann nennt er uns hier auf TikTok Kinder des Mann, Teufels. Bro, wieder locker, der Weißt fantasiert, Mann. Der hat viel zu viel mit diesem Illuminaten-Scheiß zu tun. Der ist, guck mal, er ist so tief in diesem Illuminaten-Scheiß drin, dass er seinen Kopf verloren hat. Ich war auch damals so in diesem Illuminaten-Scheiß drin. Ich habe voll viel drüber gelesen. Aber Bruder, Mann, man sollte doch nicht nur auf diese Scheiße sich konzentrieren. Irgendwann mal verliert man seinen Kopf. Man weiß nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Bruder, schau mal, ich kenne diese Leute nicht, die haben mich selbst die ganze Zeit hier angegriffen, nicht nur mich, auch andere, weißt du? Und wenn man beobachtet, gut beobachtet, und dann man also hört, was, also da, er sagt, um seine Seele verkaufen, musst du gewisse Rituale machen. Das Genau, sagt er. das hat Re guck mal, ich habe das Video noch Ja. da. Im Hintergrund hört man ja meine Stimme. Das wurde ja damals hier gepostet. Ja? Ich habe damals das Interview geführt. Er hat das ganz klar gesagt. Ich habe zu ihm gesagt, guck mal, du hast zum Jesus Christus gefunden. Die Seele gehört Gott. Der Herr vergibt dir alle Schuld. Dann ging er irgendwann mal, hat man bemerkt, dass die Brüder ihn entlarvt haben vor kurzem, wo die auf TikTok gepostet haben. Oh, warum redet ihr über mich? Du redest doch 24 Stunden über die. Ja. Dann heult er rum, warum die Brüder über ihn reden, aber er selber 24 Stunden redet er über andere Leute. Deswegen mache ich doch ein Angebot. Dieser Guru, dieser mächtigen Apologet Reza, Ich glaube, der sieht wirklich den Balken in sein Auge nicht. er ist ein Hochstapler. Ich sag dir das. Seid vorsichtig bei diesem Reza. Ja, Der bei Typ lehrt nicht richtig. Das sage ich immer wieder. Verstehst du? Er sagt zu Roger Liebe, hat das Heil verloren. Zu Roger Liebe, wer bist du überhaupt? Ja. Ich weiß nicht, ist das eine Sünde, wenn man das sagt? Natürlich ist das eine Sünde, Bruder. Ja, ist scheiße, ja. Er tretet Brüder, die auf dem Boden sind. Ja. Verstehst du? Damit will ich was sagen. Der tretet die Brüder, die in Not sind, tritt er mit Füßen. Die schmeißt er noch ins Feuer. Aber was sagt die Bibel? Holt die aus Feuer raus. Ja. Er tretet noch drauf, das heißt, die zitieren die Stelle, 1. Korinther 5, deren Lieblingsstelle, aber genau das spricht euch an. Ich glaube, die kapieren das einfach nicht. Oder die wissen es und denen ist das egal. Also guck mal, dieser Amir ist ein Mitläufer von Reza. Er sagte zum Beispiel, wenn Kinder sterben, hat er ja gesagt, damals dieser Reza, dann ist es auch richtig so, sagt er. Aber Stimmt, er hat irgendwas gesagt. Gott bestraft die Babys, die Kinder. Irgendwas hat er gesagt. Stimmt. genau. Wenn du eines Tages ein Kind bekommst, dann will ich hören aus deinem eigenen Mund, wenn dein Kind stirbt, ich hoffe nicht, dann bin ich gespannt, ob du nur sagen kannst, es ist alles in Ordnung. Ja. Ja, das ist diese bescheuerte Irrlehre, was er hier verkündet auf TikTok. Das ist wirklich komisch, was er sagt. Und er ist wirklich fest überzeugt, ne, dass er wirklich so die Lehre hat. Genau. Deswegen auf Ich Facebook hat er glaube, so das viel Müll geredet, ja. dass er gesagt hat, ohne mich würdet ihr von das Finsternis nicht mehr erfahren. Krass, Dann Alter. hat der Bruder ihn gestimmt, damals der Giuseppe, sagt, ey, was ist? Und dann sagt er, was ich sage, nicht Jesus, sagt er, was ich Ach sage. so, danke, Prophet Reza, du bist der Beste. Ohne Ich dich. habe alles da, schwarz auf weiß. Lass mich nicht meinen Mund auftun, als du dich über dem Herrn gestellt hast. Als du gesagt hast, nur ich habe recht. Gnade in Gott, Gnade in Gott. Weißt du, was wir jetzt bald machen werden? Erzähl, Bruder. Ihr habt damit angefangen und wir werden den Spieß jetzt umdrehen, Reza. Boah, ich bin so Heute gespannt. Abend werde ich euch alles schwarz auf weiß alles zeigen, was die gemacht haben. Sag mir, Bruder, wann genau, weil ich möchte Um unbedingt live. 21 Uhr Um 21. werde ich den zeigen, was Ja. dieser Reza alles gepostet hat mit seinem Ich. Ich darf nicht schwören. Ich werde dich heute auf meinen Fernseher lassen, ganz laut, damit Deswegen lass mich nicht meinen Mund auftun, Reza. Du hast Lass damals mich angefangen, nicht die Bibel über dir ausrasten, zu sprechen. bevor ich richtig. Wir werden heute das Spiel beenden mit dir, okay? Ihr habt angefangen. Wir werden euch jetzt so machen, dass ihr nie mehr in der Öffentlichkeit geht und redet. Um 21 Uhr. Amir Sünde, Reza, dieser Guru,
Danny und Pablos. Wir werden euch alles zeigen, wie dieser Danny und Pablos zu mir gerannt sind wie kleine Kinder und ich denen immer wirklich geholfen habe. Ich habe nie schlecht geredet. Ich habe nie mal ein Wort über Reza gesprochen oder über Amir. Mhm. Ach ja, um 21 Uhr habe ich noch einen Termin. Sagen wir mal 9:30. 9:30, Bruder. Ich stehe nicht beim Wort. Ja. Ja, Bruder, was ich noch sagen wollte, man muss auch unbedingt Alvaro, unserem Bruder, sagen, dass er aufpassen soll vor denen und vor den Charismatiker, weil gibt's viele Leute, die versuchen, ein bisschen sein Gehirn zu waschen, weißt du? Aber Bruder, diese Charismatiker hin und her, wenigstens sind die nicht solche Personen. Ja, die verbreiten keine Irrlehre, ich weiß, was du meinst jetzt. Irrlehre oder hin und her, ja. Aber... Die sagen nicht, du kommst in der Höhle, du bist... Okay, die sind keine Propheten, ja. Die sind keine Propheten wie Reza. Genau, es gibt natürlich auch solche Gurus, die von der extrem charismatischen Gemeinde, die sind genau wie Reza. Ja. Ich bin ein Prophet. Ja. Wenn du nicht hörst, dann hast du den Herrn gelästert. Genau wie Reza. Ja, Mann. Heftig. Ich weiß nicht, ist das der Teufel, der aus ihnen spricht, oder... Anscheinend schon. Anscheinend schon, wa? Ja, die lieben es, mit Muslimen zu debattieren und alles mögliche, aber mit deren Brüdern mal ein ordentliches Gespräch zu führen, haben die Angst. Weil wenn die sehen, okay, einer wie Elia Nathan, oh mein Gott, der ist krass, der macht das schon seit 100 Jahren gefühlt. Nein, lieber nicht, bevor er mich blamiert, weißt du? Lieber nicht. Oder weil dann mich nie wieder einer. Der arme Alvaro hat mich angeschrieben und meinte zu mir, Bruder, kannst du bitte bei Hochkind, die reden über dich. Ich so, okay, ich komme. Ich sage zu diesem Danny in seinem Kommentar, ja, ey, lass mich mal hoch, ich möchte gerne mal mit Reza reden. Er hat mich geblockt. Der hat Angst. Er hat Angst. Weil, er hat mich geblockt. Ja, die schreiben sich, ey, der fragt, ob er hochkommt, soll ich ihn hochlassen? Nein, nein, lass ihn nicht hoch, er wird uns umbringen, er wird uns fertig machen. Ja, Bruder, ist 100% so. Deswegen, guck mal, ich habe, so wie der Bruder vorhin in den Kommentar geschrieben hat, ich habe lange... zurückgehalten. Ja, aber du warst auch in der Zeit, wo er nur YouTube gemacht hat. Den Spieß um. Das heißt, die wollten das so, jetzt drehen wir den Spieß um. Elia, ich war auch drin und die haben richtig schlecht über dich geredet, auch über die ganzen Abu Hand, alle haben, also über alle. Und deswegen, ich wollte nur sagen, bitte warnt auch den Alvaro, also, weil das geht gar nicht. Also, die reden über die katholische Kirche, reden über Orthodoxen, die wollen regelrecht. Die reden über jede Konfession. Die sagen auch, jede Konfession ist so Müll und nur die sind die wahren Wiedergeborenen, Neugeborenen. Lass mal. Die wollen sagen, dass wir alles eigentlich, wie heißt es, Ungläubige sind im Endeffekt. Oder dass wir Satanisten sind oder Zeugen Jehovas oder so, meinte dieser Pavlos. Ja, wir sind eine Sekte. Ja. Ich bin sprachlos auf jeden Fall. Also ich gehe jetzt auf jeden Fall raus, ich wollte es nur sagen. Ich kenne diese Leute, die immer und so reden. Diese Leute haben nichts zu tun, als 24 Stunden über den Satan zu reden. Ja. Anstatt sie einfach normal das Evangelium verkündigen, reden sie nur 24 Stunden über Viereck. Ja, selten haben die wirklich mal aus der Bibel rezitiert. Wirklich, Bruder, sehr selten. Das ist halt doch nur, Bruder. Bei Alvaro und die anderen Brüder, weil ihr macht das ja wirklich super. Bruder, der Herr Jesus hat doch gesagt, geht hin und verkündigt das Evangelium. Was verkündigen die? 24 Stunden über Satan reden. Die verkündigen Reza, Bruder. Oh, dieser Junge, er sieht nicht diesen Heiligenschein über sich. Selbst der Bruder Abdul Bemra macht sich lustig über die. Wer ist das? Ein sehr, sehr gesegneter. Ah, okay. Gott segne ihn. Okay, Bruder, alles klar. Ich will dich nicht mehr stören, Bruder. Mach weiter. Ich komme um 21:30 Uhr. 9:30. 9:30, alles klar, mein Bruder. Ja, genau. Wir hören uns um 21:30 Uhr. Dann werden wir den Schandtat mal aufdecken jetzt. Alles klar, mein Bruder. Gottes Segen wünsche ich dir, Bruder. Hallo? Bruder, kann ich mich noch hören? Ja, man kann dich hören, Bruder. Achso, ich wünsche euch noch Gottes Segen, Bruder. Ja, Gottes Segen. Gibt's wichtig? Wir sind doch nicht alleine, Bruder. Guck mal, wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ein Hava jetzt beleidigt wird oder fertig gemacht wird. Ich bin der Allererste. Der Allererste, Bruder. Ich werde mich sofort für sie einsetzen. Bruder, guck mal, es ist wichtig. Ich werde sie warten wir bis. Ich werde extra in meinen Stream reintun. Was meinst du, Vita Luca?
Wir warten, bis Alvaro dann angegriffen wird. Er wurde mal nicht so hingekommen, hat sich bei ihm entschuldigt. Aber wenn er dann nicht zu seiner Gruppe gehören will, dann wird er dann am Schluss auch wieder der Satanist sein hier. Nein, und sie Bruder, ich wurde doch schon als Satanist bezeichnet. Ich ja, aber jetzt bereit. Noch. Dann schon, kommt mir wurden schon Videos gepostet wegen meinen Augen und so. Aber weißt du, ich ja, aber warte, Bruder, sie haben große Reichweite. Und dann werden sie anfangen, über dich zu reden, und wenn du nicht zu ihnen gehören willst. Und dann werden wir sehen. Es ist so, darum will ich was sagen. Wir alle wollen Frieden, aber sie wollen nicht. Oder glaub mir, das ist nicht das erste Mal, dass man über mich redet, und das waren nicht ja. Die Menschen. Weißt ja, du? Bruder, es ist ja klar, schau mal, ich kenne die hier in dem Sinn plus minus, aber die sind schon lange hier alle angreifen und sie verleumden, also das ist Rufmord ab und zu sogar, und Verleumdung auf höchstens Niveau. Okay, und das ist nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder, und seit ich hier bin, seitdem ich hier ist, machen sie das. Also, das ist nicht nur bei mir, das sind bei allen anderen. Aber sagen wir mal, okay, ihr habt das jetzt getan. Sagen wir mal, alles Mögliche. Aber Bruder, sagen wir mal, ihr habt das jetzt getan. Was wird sich daran ändern? Das wird sich ändern, indem andere Geschwister, die jetzt frisch im Glauben sind oder länger im Glauben sind, dass die Leute sehen, okay, die Leute kann man nicht ernst nehmen, weil die handeln nicht nach dem, was sie sagen. Und guck mal, Punkt 1, Punkt 2. Ich sage dir, Amir und diese ganzen Leute, die mögen es nicht, wenn man auch in der Öffentlichkeit geht, sagen wir mal, eine gewisse Reichweite hat und auch Aufklärungsarbeit hat. Die wollen es gar nicht. Guck mal, Punkt 1. Lass uns mal über Amir reden, beispielsweise. Amir, sage ich dir eine Sache, und das weiß der Amir auch. Er sagt jedes Mal in seinem Video, ich bin der Einzige, der Aufklärungsarbeit macht. Digga, wo ich mir denke, so, Entschuldigung, wo du warst noch in der Welt, wo ich Aufklärungsarbeit gemacht habe. Wer hat seinen Kanal damals gepusht, wo er noch gar keinen Abonnenten hat? Ich habe mit dem Interview geführt, ich habe geteilt, gepusht. Er tut es nicht. Punkt 1, wo wir noch gut waren. Habe ich nichts gesagt. Verstehst du? Ist schön, wenn er das macht. Mir geht es nicht darum, wer der Bessere ist. Aber es geht mir nur um deine Taten. Du sagst etwas, oder damals zum Abdul Memra. Hast du mir nicht gesagt, ey, warum pusht der Abdul Memra nicht meinen Kanal? Aber du tust dasselbe nicht. Andere Geschwister wie zum Beispiel, gibt es genug Geschwister mit Aufklärungsarbeiten? Hast du die jemals gepusht? Du tust auf Aufklärungsarbeit, aber liest nur aus einem Buch heraus. Verstehst du, was ich dir damit sagen möchte? Da fängt er schon an. Ja, ich bin der einzige Aufklärungsarbeiter und pipapo, dies und das. Ist doch schön, dass du die Reichweite, dass ABK dich erwähnt hat und das, aber sage nicht solche Sachen. Guck mal, es gibt Brüder, die sind nicht im Netz, aber die sind bekannt als du. Die kennt man nicht, die kennt man im Untergrund. Die, zum Beispiel Türkei auf Hürriyet war ein Bruder in Bild-Zeitung. Der seit 25 Jahren braucht er das Internet. Der Herr braucht nicht die Zuschauer. Der Herr braucht dein Herz. Aufrichtigkeit. Aber tut er das? Erwähnt er Geschwister wie Abdul Memra, erwähnt er zum Beispiel, wie die auch alle heißen, die Aufklärungsarbeit tun, hat er nie erwähnt. Er denkt an sich und preist sich selber. Und das ist fleischlich, Bruder. Da muss man wirklich offen und ehrlich sagen, mit welchen Schuhen tanzt du? Du verlangst von Abdul Memra damals, warum er deinen Kanal nicht pusht, aber dann tust du dasselbe. Elia, Bruder, jetzt hol mal ganz kurz Mario hoch. Er möchte die ganze Zeit. Nein, Bruder, ich möchte nur die Leute haben, die ihn wirklich kennen. Guck mal, mir geht es nicht darum, es geht mir nur um Prinzip. Du weißt doch, aber Mario ist doch auch die ganze immer mit uns in der Liebe, Bruder. Ja, aber Bruder, sofort, guck mal. Mir geht es nur darum, der Herr segne ihn, er soll seine Arbeit weitermachen, aber dann soll er nicht solche Äußerungen sagen. Verstehst du, was ich meine? Das macht man nicht. Ich habe ihn damals zum Beispiel mit dem ein Video gemacht, er schneidet das, wo nur er gesehen wird. Ich erzähle dir jetzt nur ein Beispiel. Und da fängt er schon an. Ich brauche seine Reichweite nicht. Ich bin nur nicht mal neidisch. Wenn ich möchte, könnte ich genau solche Videos machen, auf dem reagieren, auf ABK, auf dem. Ich kann auch schon Ex-Muslim, damit man mehr Reichweite. Brauche ich nicht. Will ich auch nicht. Ich bin glücklich darüber, dass er die Arbeit macht. Und das soll er weitermachen. Dazu sage ich gar nichts. Aber es geht mir nur um diese Aussagen. Macht man nicht. Verstehst du? Der Bruder Ali, der ist länger im Glauben, hat seinen,
hat Tätigkeiten gemacht, da war Armin noch im Düsseldorf, hat gekifft. Verstehst du? Darum geht's mir. Es geht einfach nur, wenn die sagen, ja, Spaltung sollte nicht sein, aber das tut ihr doch. Nicht wir. Wir weisen euch nur zurecht langsam und sagen, es reicht langsam. Bewundert euch nicht, dass irgendwann mal die Aber Sachen Bruder, das ist doch dieses Auge und Auge, Zahn um Zahn oder etwa nicht. Nein, das ist doch genau das, wobei der Herr selber sagt, ich sage euch, halt Bruder, ich sage dir, lange. Alvaro, du wirst deine Erfahrung machen und dann so wie wieder. Habe ich doch schon, mein Bruder, habe ich. Bruder, das ist noch gar nichts. Deswegen, mein Bruder, ich verstehe dich, mein Bruder, der Herr Jesus segne dich, mein Bruder, aber die hören nicht auf. Und eines, ich wünsche mir das nicht, die machen die Brüder fertig, die am Missionieren sind. Beispielsweise, kann ich dir auch erzählen. Der Bruder geht missionieren, er betet für die und er sagt, guck mal, das ist ein Satanist. Bruder, wie kannst du sowas sagen? Bruder, schau mal, ich bin einer der ersten christlichen TikToker gewesen hier auf TikTok. Und seit ich hier angefangen habe, wird immer wieder gegen mich geschossen. Aber ich schaffe mir niemals selber recht. Ich mache keine Statements gegen die Geschwister, nie. Und ich weiß, ich kenne dich, ich kenne Reza seit Facebook schon. Ich weiß, was er gebracht hat. Ich hatte auch schon damals in Facebook meine Diskussion mit ihm, als ich noch diskutiert habe. Aber wir sind doch das Licht in dieser Welt. Wir sollen doch leuchten, mein lieber Bruder. Ich kenne dein Herz, ich verstehe dein Herz, ich verstehe auch deinen Schmerz. Bruder, du kannst nicht jemanden, guck mal, ich will dir nur eine Sache sagen. Kennst du noch diesen Turgay von damals? Weiß ich. Hallo? Ja, ich kenne Turgay noch. Okay, was haben die Geschwister damals bei ihm gemacht? Die haben ihn überall öffentlich bloßgestellt, richtig? Ja. Okay. Aber weißt du was? Die sind nicht besser. Ich weiß, was du meinst, mein Bruder. Und ich weiß, manche Sachen, guck mal, die können nicht jedes Mal auf ihn schießen, wenn die selber Heuchelei haben. Verstehst du, was ich damit sagen möchte, ist einfach nur, dass diese Leute was sagen, wo sie sich nicht dran halten. Verstehst du? Guck mal, ich habe öffentlich Buße getan. Ich weiß, Bruder. Dann trau dich an mir und tu öffentlich Buße, was du getan hast. Und dieser Danny, mach das mal. Mein Bruder, ich küsse dein Herz. Ich weiß, was damals abgelaufen ist mit dir, mit den Moslems, mit deiner Frau, mit deinem Kind. Ich weiß das alles noch. Ich erinnere mich daran. Erinnerst du dich nicht daran, wie ich noch für dich gebetet habe in Facebook? Ja, ja. Aber es geht mir nur darum, mein Bruder, dass diese Leute, guck mal, ich habe jetzt alles gesagt und wenn die weitermachen, dann schieße ich einfach los. Ich veröffentliche Videos mit Frauen, dies und das, gar kein Problem, ich mach das. Bruder, ich möchte gerne einen Vers aus der Bibel zitieren, wenn das möglich ist. Ich muss leider jetzt gleich los, mein Bruder. Das sind nur ein paar Sekunden, ist nicht viel. Bruder, aber guck mal, jemand, der nicht das akzeptiert, was ich hier gegen die mache, dann sollen sie mir gar nicht zuhören. Ich weiß, was du meinst. Der Herr hat mir das am Herz gelegt, mittlerweile diese Leute bloßzustellen. Und ich sage nochmal zu aller Liebe, lass es sein, gebt einfach öffentlich zu, was ihr getan habt, dass ihr in der Unzucht gelebt habt, dass ihr von einem Bruder die Frau zugeschnappt habt und dass Reza selbst in der Unzucht gelebt hat. Hör auf. Dann geht in der Öffentlichkeit und tut Buße. Tut Buße, dass das nichts mit dem... Weil wenn es dann rauskommt, das kommt dann alles auf dem Herrn zurück. Seid so wie ich, aufrichtig, ja, ich habe Buße getan, Öffentlichkeit, jeder kann das sehen. Aber seid dann in dem Moment kein Heuchler. Verstehst du? Darum geht es mir, Bruder, jetzt. Ich verstehe dich, Bruder, aber schau mal und die Schrift. Dieser Ramazan damals, dieser Ramazan gegen Armee, diese Videos geschossen hat, wo er mit Frauen geschlafen hat, ist das, Bruder, da hat er in dem Punkt recht. Du kannst nicht, aber sein Islam ist ja noch schlimmer, aber darum geht es gar nicht. Aber Bruder, wir müssen doch eine Sache haben, wir dürfen keine Lücke lassen, dass man sagt, guck mal, das hat was mit, nein, ich habe Statement gemacht, das ist meine Sünde, ich habe Buße getan, umgekehrt. Und bei mir war das nicht so, dass es einfach Rallifari war. Es ging um meine 8 Monate Tochter, Bruder, dass sie unter ISIS unter Hand war. Und ich habe es geschafft, mit Informationen zu sammeln, dass die am Ende im Knast saßen. Zweiter Punkt ist, ich habe meine ganze Sorgerechte erhalten, diese ganzen Punkte. Verstehst du? Am Ende habe ich den Herrn gelassen. Weißt du, was der Herr dann gemacht hat? Der hat diesen Tschetschenen einfach aus dem Leben genommen. Und der Giuseppe weiß das noch. Ich habe noch zu Giuseppe gesagt, irgendwie spüre ich, dass der Herr mir das gesagt hat. Der Herr wird sich rächen.
Ja, aber das ist das, was ich versuche dir zu sagen, mein Bruder. Das ist den Herrn seine Rache. Schau mal, die Schrift sagt uns doch ganz klar, vergeltet niemals Unrecht mit neuen Unrecht. Verhaltet euch gegenüber allen Menschen vorbildlich. Ich komme in 5 Minuten, ja? Soweit es irgendwie möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen in Frieden. Aber Bruder, wir müssen doch diese Leute öffentlich, an deren Früchten werdet ihr sie erkennen. Wie können wir sie denn erkennen? Indem wir deren Frucht öffentlich machen. Ganz kurz. Und der Angelo, der war auch damals auf Facebook und er kann das auch bestätigen, was für Unruhestifter die waren. Ich weiß doch, Bruder, ich kenne ihn. Oder ganz kurz, Leute, guck mal, da hat einer geschrieben, die beiden sind Landsleute von Alvaro, es ist nicht einfach für Alvaro. Bruder, es ist nicht einfach für mich, nicht nur bei Reza, nicht nur Armin, nicht nur du, nicht nur Ilya, nicht nur Danny, nicht nur Pavlos. Guck mal, mir geht es nicht um Nationalitätsstolz, absolut null, überhaupt nicht. Der Pavlos ist nicht mein Landsmann, der Danny ist nicht mein Landsmann. Danny hat gegen mich geschossen, hat sich nicht mal ein einziges Mal bei mir entschuldigt. Ich habe zu Pavlos gesagt, ich vergebe ihn. Verstehst du? So, alles schön und gut. Das Ding ist, mir geht es aber nicht um Nationalität, Bruder, jetzt. Mir geht es einfach darum, dass wir Geschwister im Glaube sind, ja. Erst recht dann müssen wir noch mehr zusammenhalten, weil so viele gegen uns sind. Aber Bruder, du kannst nicht jemand mehr im Glauben sein, wenn die rumheucheln. Die Bibel entlarvt sowas, verstehst du? Guck mal, wenn jemand Unzucht begangen, alles klar, er ist nicht in der Öffentlichkeit, dann soll er Buße tun vor dem Ältesten. Er kann aber nicht so weiterleben. Verstehst du? Da sind Sachen, wir haben eine Gemeindeordnung. Jemand, der Unzucht gefallen ist, soll er sich 2 Zeugen und sagt, ich habe Buße getan, ich tue es nicht mehr, vergebe mir. Aber aus deren Mund kommt das nicht raus. Verstehst du? Die schmeißen gegen andere, die gefallen sind, schießen, ja, so und so, wo Brüder psychisch am Ende sind, Bruder. Die haben schon, ein Bruder hat mich angeschaut, Bruder, er hat Selbstmord gedacht. Bruder, wenn ich einmal kurz was dazu sagen darf, Elia. Bruder, bitte. Erstmal an alle, ich wünsche euch Gottes reichlichen Segen. Gottes Segen, mein Bruder. Pass auf, guck mal. Ich finde es nicht richtig, Leute online bloßzustellen oder irgendwie polemisch jetzt hier irgendwie Leute anzustiften, irgendwas. Also es geht hier nicht um Lästern, ja? Ja. Es geht um Folgendes. Wenn eine gewisse Lehre Menschen so weit treibt, und das hast du gerade angesprochen, Elia, dass Menschen tatsächlich auf Suizidgedanken kommen, dann erstens kann es nicht von Gott sein und zweitens, Bro, sollte man so etwas adressieren, sagen wir es mal so. Und Bro, ich habe so viele Leute, die mir geschrieben haben, ja, guck mal hier, Danny hat gesagt und Pavlos haben gesagt, ich bin für immer abgefallen, ich kann nicht errettet werden, was mache ich jetzt und so. Digga, so, man muss aufpassen, weißt du, und ganz wichtig, und das sage ich an alle Leute in diesem Livestream, glaubt nicht alles, was ihr im Internet hört, glaubt nicht mir, glaubt nicht Elia, glaubt niemanden, sondern prüft es selber. Weil Leute können sonst was erzählen. Guck mal, jeder Hans und Franz kann heute Bibellehrer werden und sagen, ja, nee, das steht so geschrieben und das ist selbstverständlich. Schwachsinn. So, und Digga, Umbi, du halt dich mal ganz ruhig, Digga. Nenn mich Lügner, ich bin Fake, Bro, du kennst mich gar nicht. So, egal, auf jeden Fall, was ich sagen will, zum Beispiel. Das Problem ist, in den meisten Fällen kannst du auch keinen Dialog mit diesen Leuten führen. Wie zum Beispiel auch dieser Umbi, der jetzt hier unten hier gegen mich schießt. Das Problem ist, du möchtest mit diesen Leuten reden. Weil die meisten Sachen basieren immer auf Missverständnisse. Ja? Oh, Angelo hat 30 Abonnenten, der ist involvierter Freimaurer, der gehört zur schottischen Lose, dritte Ritus und was auch immer. Habe ich alles schon gehört in meinem Leben. So, Alvaro ist bestimmt auch hier Illuminati, Marti, Party, Smarty, alles. So, Digga, lass uns doch darüber reden und blockt nicht einfach Menschen. Es ist doch klar, wenn du blockiert wirst und so, dass du dann aufmerksam machen musst auf solche gefährlichen Dinge. Und genau. Es ist gefährlich, Leute zu sagen, du gehst verloren, aber du schaust ja nicht auf die eigene Nase. Ist doch klar, dass dann deine Vergangenheit dich irgendwann einholt. Das ist das Punkt, was ich die ganze Zeit sage, Bruder. Uns geht es nicht darum, dass wir gegen die schießen oder hetzen. Es geht darum, dass sie etwas sagen, was sie sich nicht dran halten. Bruder, es waren 3 Geschwister, die mich angeschrieben haben, die haben gesagt, ich habe durch diesen Reza habe ich Selbstmord gedacht. Und dann musst du diese Leute aufrichten, begleiten. Verstehst du? Und zum Glück haben 2 Leute die Kurve bekommen, aber der andere ist vom Glauben abgefallen. Von wem? Vom Reza. Verstehst du, was ich dir damit sagen möchte? Bruder, hasst mich nicht dafür, guck mal, Bruder, jetzt hasst mich nicht dafür, dass ich mich von beiden Seiten die ganze Zeit versuche einzusetzen. Du meinst das nur gut, Bruderherz, aber verstehst du? Aber genau, das ist ja das Ding, Bruder. Nein, ich meine das wirklich gut von beiden Seiten, weißt du? Verstehst du? Es ist nur wichtig,
Alvaro, du wirst deine Erfahrung machen. Mit diesen Leuten, mit diesen Reza kannst du nicht reden. Wenn jemand sagt, dass Roger Libi oder der das Heil verloren haben, obwohl sie schon seit 30 Jahren im Glauben sind und lehren, die Studium hinter sich haben, was willst du mit solchen Leuten? Der schießt sogar gegen Älteste. Also guck mal, das Problem ist, guck mal, die Leute wollen die Beweise haben, ja? Guck mal, wenn ihr das gerne haben wollt, dann können wir das gerne machen. Ist alles gar kein Thema. Hier, das war zum Beispiel ein ganz frischer im Glauben. Ja, hier zum Beispiel. Oder da. Wir haben genug Leute, was er alles gesagt hat. Guck mal, da ist ein Bruder, der ist frisch im Glauben. Er hat ihm sofort das Heil abgesprochen, Bruder. Der war ganz frisch im Glauben. Er sagt, du bist sowieso nicht errettet. Du kommst in der Hölle. Verstehst du, was ich dir damit sagen möchte? Es gibt so viele Sachen und Beweise, Videos, wo man sich wirklich fragt, ey, es reicht doch langsam. Wer bist du überhaupt, dass du... Wer bist du überhaupt? Er denkt, er ist eine Autorität unter die Christenheit. Und das ist das Problem. Was hätte aber der Herr ja selber getan, Bruder? Der Herr Jesus hätte den öffentlich bloßgestellt. Aber das wird er auch am eines Tages machen, hier auf der Erde. Oder... vor dem jüngsten Gericht. Aber hätte er gesagt, dass wir über andere urteilen sollen? Wir sollen urteilen. Wir sollen über sie urteilen und sie bloßstellen? Korrekt. Abu Kanja, grüß dich. Ja? Gottes Segen, Gottes Segen. Gottes Segen. Gottes Segen, mein Bruder. Abu Kanja, Bruder, du bist doch derjenige, der immer sagt, wir sollen immer mit Liebe reagieren. Ja, ja. Warum sagst du, Bruder, in diesem Punkt hat er recht, Bruder? Bruder, ich sag dir eine Sache. Ich bin immer auf Haq. Das heißt, ich erwähne niemals eine Person. Wenn ich meinen Mund aufmache, Bruder, dann erwähne ich jeden. Wir reden doch die ganze Zeit über Reza oder Pavlos oder wer auch immer, ne? Stimmt's? Ja, genau. Weißt du, wie oft ich von anderen schon beleidigt werde? Nicht nur von denen. Weißt du, wie oft ich schon von Orthodoxen schon beleidigt werde? Von Katholiken. Weißt du das eigentlich? Ich werde hier täglich beleidigt. Bruder, nicht nur von Reza oder denen. Ich werde genauso oft, wie ich von Reza oder von anderen den Heil abgesprochen werde, werde ich auch von Orthodoxen und Katholiken auch das Heil abgesprochen. Vertrau mir, Bruder, was hier abgeht in TikTok, das ist noch gar nichts. Wenn ich nur einmal meinen Mund aufmache, dann rede ich nicht über eine Person, ja, dann werden aber alle erwähnt. Weil ich bin so ein Mensch, ich rede nicht nur über eine Person, dann erwähne ich alle. Verstehst du? Und wenn Elia Nathan das erwähnt, Bruder, wenn Elia Nathan das erwähnt, dann hat er ein persönliches Problem auch, weil das, was die mit ihm machen, ist nicht normal. Er will seinen Frieden, er hat eine Frau, er hat Kinder. Elia will einfach nur in Ruhe gelassen werden. Er redet nur über Jesus Christus, sonst über niemanden. Er redet nur über Jesus Christus. Lasst ihn einfach in Ruhe. Lasst ihn doch einfach in Ruhe. Was sind das für Videos jedes Mal? Die holen Videos, Bruder, vor 5, 6 Jahren. Die kennen diesen Hintergrund gar nicht, was überhaupt da mit Elian passiert ist. Die wissen das gar nicht. Alles erzählt, Bruder. Ich verstehe ihn hundertprozentig. Aber das ist jeder ja hätte, das, jeder das hätte ist so das reagiert. Problem, jeder. Das ist ja das Problem. Die wollen, dass wir nochmal fallen. Am Ende werden wir fleischlich. Am Ende passiert, guck mal, da sind gar keine Christen. Die haben mich angegriffen. Das ist ja deren Ziel. Genau, richtig. Und ich sage dir an dieser Stelle, Bruder Herz, an dieser Stelle, da hat sich so ein kleines Kind ja sogar angesprochen gefühlt, weil ich gesagt habe, alle, die nicht glauben, also alle, die sagen, Jesus ist nur der Sohn Gottes, Bruder, sind keine Christen. Da hat sich einer angesprochen gefühlt, hat gesagt, wieso beleidigst du Italiener als Nicht-Christen? Das hat doch mit Italienern nichts zu tun. Weil da war einer hoch, Bruder, der hat doch gemeint, wir in Italien glauben alle, dass Jesus nur der Sohn Gottes ist und nicht Gott, Gott selbst. Da habe ich gesagt, ja, dann seid ihr alle keine Christen. Problem ist, Bruder, wenn man sich nicht beschäftigt mit der Bibel, reißt man vieles aus dem Kontext. Sie verstehen die Bibel gar nicht. Die sind alle fleischlich hier, Bruder. Die hören nicht richtig zu. Ja. Wenn jemand Elia beleidigt, Bruder, wenn Elia beleidigt, ne, mögt ihn jetzt persönlich nicht oder ist es seine Lehre? Und viele verwechseln das untereinander. Sie verwechseln das, Bruder. Sie verwechseln das. Sie mischen privat mit dem Glaube. Und Elia hat niemanden, Bruder, Elia hat niemanden was getan. Niemanden.
Ich sage dir, ich kenne Ilja seit Jahren. Ich kenne Ilja seit Jahren, Bruder. Er hat niemandem was angetan. Niemand. Ich glaube wieder sofort aufs Wort. Ich habe Privatkontakt mit Ilja und ich weiß ganz genau, was für ein Mensch er ist, Bruder. Wie gesagt, ich habe gesagt, es gibt drei Menschen, mit denen ich sehr, sehr nahe stehe. Das bist einmal du, Abo Arzach und Dings hier, der Ilja, mit dem ich sehr, sehr nahe stehe. Ich stehe sehr nahe im Kontakt, Bruder. Und alle anderen liebe ich natürlich genauso. Ne? Liebe ich sehr. Aber genau. Bin ich halt im Privaten sehr, sehr, sehr eng im Kontakt. Ja, ja. Und das Ding ist, ich weiß halt, dass das alles nicht stimmt, was man über Ilja sagt, weil er mir auch die Hintergründe alles erklärt hat, etc. Du kennst ja auch bestimmt die Hintergründe. Ne? Wir sollen ja auch gewisse, ne, gewisse Sachen auch nur für uns behalten. Das verstehe ich ja auch. Ich verstehe auch seine Situation und alles. Aber weißt du, warum ich hochgekommen bin? Ganz kurz, Bruder. Ich bin hochgekommen, weil die Leute sollen jetzt bloß nicht denken, ja, die sollen bloß nicht denken, weil ich habe es gemerkt auch in den Kommentaren, Bruder, jeder schießt jetzt gerade über Reza und Pavlos, aber das sind nicht die einzigen, ja, die das Heil absprechen. Deswegen wollte ich es nochmal klarstellen, Reza und Pavlos und die anderen sind nicht die einzigen. Es gibt Menschen hier in TikTok, die Katholik und Orthodox sind 1:1 wie Reza, nur sie haben keine Reichweite. Deswegen sieht sie keiner. Die haben nur keine Reichweite, deswegen sieht die keiner. Deswegen sage ich euch, ich sage euch nur eine Sache, es ist nicht nur die zwei, Bruder Alvaro. Du wirst noch vieles hier erleben. Ich habe genug schon mitgemacht, Bruder. Ich höre genug zu. Glaub mir, ich kann auch Streams machen, genau wie Ilja, ne? Mit einer noch schlimmeren Reichweite. Ich mache das nicht. Mich interessiert das nicht. Ich komme in TikTok, genau wie Ilja auch. Wir reden über Jesus Christus, Bruder, und gehen wieder raus. Und gehen wieder raus. Mehr möchten wir nicht. Wir möchten nur für den Herrn. Für dich, Alvaro, ich sage dir nur eine Nasiha und für die Zukunft. Du wirst dein blaues Wunder noch erleben. Du wirst noch viele Videos von dir noch sehen, Bruder, wie man dich als Dämon besessen noch darstellt. Geduld, ich wünsche dir trotzdem Gottes Segen, Bruder, aber Ilja hat recht in dieser Hinsicht. Aber Bruder, du weißt, wie stark ich bin. Bruder, du bist ein gesegneter Bruder, du bist ein gesegneter Bruder. Ich möchte auch über dem Thema nichts mehr weiter sagen. Ilja, ich glaube, das langt auch. Du hast eine Ansage gemacht, Bruder Herz. Genau, ich habe eine Ansage gemacht. Beende den Stream, Bruder Herz. Beende den Stream. Machen, ich mache keine Ansage. Ich mache genau, genau. Videos von alles, gar kein Problem. Alles wird Stück für Stück öffentlich gemacht. Richtig, und richtig. Und dann, nee, guck mal, es geht nicht um mich. Es geht tatsächlich um die Leute da draußen, ja, dass du vorsichtig sein musst. Richtig. Und nicht halt alles glaubt, was Reza sagt. Der zitiert Hebräer 6, Vers 4. Dabei ist es aber selber der. Der sich selber ja, damit vor. Ja, ja, ja. Kein Problem. Ich wünsche ihr auf jeden Fall Gottes Segen. Ja. Und deswegen sagt diesen Reza und sagt diesen Pavlos, lass uns über Hebräer einfach mal reden. Gar kein Problem. Ich bin 100%. 100%. Deswegen, das langt, Bruder Herz. Du hast auf jeden Fall das gesagt, was du im Herzen hast. Das ist auch nicht gelogen gewesen. Ich genau. Bin auch nicht dafür. Bruder, du kennst mich. Ich bin sogar derjenige, wo immer zu dir sagt, Bruder, egal, lass, Bruder, lass die. Ich bin doch selber, ich bin ehrlich. Ich halte von gar nichts von diesen ganzen Ansagen und diese ganzen Heilabsprechen. Ich halte gar nichts davon, weil ich bin sehr, sehr, sehr vorsichtig. Guck mal, wieder Loka, Bruder, unter mir. Du musst leider offline gehen. Bruder, wir unterhalten später. Also wie gesagt, Pavlos und diese Leute, kommt hoch und wir reden über Hebräer 6, Vers 4. Alles gut, Bruder Herz. Gottes Segen an alle meine Geschwister. Ciao. Gottes Segen, Bruder. Gottes Segen, mein Bruder. Sünden bei einem Lamm und legen das auf seinem Stirn. Was ist das für eine Aussage? Also, dann haben wir weiter und das wollen wir tun, wenn Gott es zulässt. Punkt 1. Also, hier geht es erstmal um die Juden. Die Juden, die sich nach dem Gesetz wieder gehen möchten. Und wer hat Jesus Christus gekreuzigt? Sein eigenes Volk. Und deswegen sagt der Hebräerbrief, es ist unmöglich, ja, dass man ihn wieder am Kreuz nagelt. Das bedeutet, da sind die Juden, die haben ihn am Kreuz genagelt, nicht die Heiden. Also spricht das erstmal die Juden an. Aber wir lassen das erstmal weiter und dann gehe ich Stück für Stück weiter. Einen Moment. Petrus, ja, aber Petrus hat ja auch den Herrn verleugnet. Da war noch der alte Bund, da war noch nicht der Heilige Geist ausgegossen. Da ist der Herr Jesus noch nicht ans Kreuz gegangen. Er war ein alttestamentlicher Gläubiger. So, damals konntest du abfallen und wieder zurückkommen. Aber die Schrift sagt hier, in Hebräer 6, Vers 4, denn es ist unmöglich, die welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern.
da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen. Was meint das Wort Gottes damit eigentlich? Das Wort Gottes meint damit, das sind Leute, die erkannt haben. Sie sind nicht wiedergeboren, aber sie haben erkannt, teilhaftig. Haben jetzt die Hälfte bekommen? Nein, sie es ist wie, du kaufst ein Kaugummi. Hört euch das an. Du schmeckst das Kaugummi, aber du spuckst es irgendwann wieder aus. Hebst du das ausgespuckte Kaugummi wieder auf? Nein. Und so ist es auch, sie sind teilhaftig geworden. Sie haben geschmeckt, sie haben gehört, sie haben erkannt, aber nie im Herzen geglaubt. Stopp. Was hören wir da? Also, mit seinen eigenen Worten hat der Petrus verdammt. Warum? Also, der Hebräer 6, legen wir jetzt Vers für Vers aus. Also, er sagt, der Hebräer 6 spricht nicht die Leute an, die wiedergeboren sind. Und somit heißt es hier, was bedeutet erstmal geschmeckt? Geschmeckt heißt es ja mit seinen eigenen Worten, etwas probiert haben. Ja? Das heißt, die haben es ausgespuckt. Denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und den Heiligen Geist teilhaftig und geschmeckt. Das heißt, geschmeckt, etwas probiert, haben es ausgespuckt. Jesus sagt, wer mein Brot isst, ja, wer an meine Worte glaubt, ja, und sein Fleisch und sein Brot isst, der wird bis in der Ewigkeit. So, das heißt, du hast es gegessen. Das ist damit gemeint, was Jesus Christus hier sagt. Aber diese Leute, sagt der, dieser Danny, sind ja gar keine Wiedergeborenen. Korrekt? Richtig. Das heißt hier, dann haben die hier weiter teilhaftig. Was ist teilhaftig? So, Teilhaftigkeit bedeutet, wie zum Beispiel, dass die Jünger zum Beispiel losgeschickt worden sind, die 70 Jünger, und die haben im Namen des Herrn Jesus Christus geheilt. Okay? Das heißt, die hatten, so wie in Johannes 14 sagt Jesus, und ich sende euch den Heiligen Geist, der wird in euch sein. Das ist ein Unterschied. Das begann erst in Apostelgeschichte 2. Bum, bum. Was hat er jetzt hier gemacht? Was hat er gesagt? Ja, Petrus hatte noch nicht den Heiligen Geist. Ja, danke schön. Und Hebräer 6 sagt das auch, dass nicht die Leute versiegelt waren. Und die sind abgefallen. Also wenn Petrus genauso noch nicht versiegelt war, dann verdammst du Petrus damit. Also Danny, er checkt die Auslegung doch gar nicht. Ja, das ist ein Jesus. Er hat doch gerade gesagt, dass Petrus noch nicht den Heiligen Geist empfangen hat, sondern erst nach Apostelgeschichte, weil er versiegelt war. Korrekt? Okay. Wenn man Hebräer 6 zitiert und sagt, dass, oder Reza sagt, da sind ja nicht Wiedergeborene damit gemeint, sondern die waren nur teilhaftig, haben es nur geschmeckt. Aber die waren nicht versiegelt. Aha, aber Petrus war auch nicht versiegelt und er war auch nicht mit dem Heiligen Geist in ihm, sondern erst nach Apostelgeschichte 2. Laut deiner Auslegung hast du damit Petrus dann verdammt. Oh Mann, also wir merken tatsächlich, dass das ein großer Widerspruch ist, was er hier sagt. Er sagt, es spricht ja Petrus doch gar nicht an in Hebräer 6. Aber hier in Hebräer 6 sagst du wiederum, dass der Heilige Geist erst nach Apostelgeschichte 2. Und wann hat der Petrus den Herrn Jesus Christus verleugnet? In Apostelgeschichte oder davor? Ja, davor. Und dann sagt er, ja, weil Petrus nicht versiegelt war. Deswegen spricht er ihn das nicht an. Aber wiederum sagst du, da sind Leute, die nicht versiegelt waren. Also widersprichst du deine eigene Aussage. Er widerlegt gerade tatsächlich, innerhalb von nur nicht mal 2 Minuten hat er seine eigene Aussage selber zerstört. Er knockt sich selber aus. Merkst du gerade nicht, was du erzählst? Hören wir uns das nochmal an, was er hier zu sagen hat. Oh Mann, das ist kein Wunder, das kommt von Reza. Friede und die Gnade des Herrn Jesus ist ein, doch an alle, die dieses Video sehen. Und zwar, wie ist es, wenn man abgefallen ist? Kann man wieder Buße tun? Die Schrift sagt, es ist unmöglich. Jetzt streiten viele Christen und sagen, der Hebräerbrief geht nur für die Hebräer. Geht denn der Römerbrief nur für die Römer? Die Bibel sagt, in Hebräer 6, Vers 4, und das lesen wir gleich, viele Christen vergleichen sich dann immer manchmal mit Petrus. Ja, aber Petrus hat ja auch den Herrn verleugnet. Da war noch der alte Bund, da war noch nicht der Heilige Geist ausgegossen. Hast du gehört? Merkst du, was er gesagt hat? Ja, aber der Petrus war ja noch nicht versiegelt, deswegen spricht den Hebräer 6, Vers 4 gar nicht an. Und was sagt er jetzt gleich? Das sind die Leute, die nicht mit dem Heiligen Geist versiegelt sind. Und die können abfallen. Und die haben keine Chance, Buße zu tun. Wiederum sagt er zu Petrus,
Petrus war nicht versiegelt. Und gleich in ein paar Sekunden sagt er, da sind die in Hebräer 6, Vers 4, sind diese Leute, die nicht versiegelt sind. Und damit verdammt er Petrus. Oh Mann. Gegossen. Da ist der Herr Jesus noch nicht ans Kreuz gegangen. Er war ein alttestamentlicher Gläubiger. So, damals konntest du abfallen und wieder zurückkommen. Aber die Schrift sagt hier, in Hebräer 6, Vers 4, denn es ist unmöglich, die welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wieder umkreuzigen und zum Gespött machen. Was meint das Wort Gottes damit eigentlich? Das Wort Gottes meint damit, das sind Leute, die erkannt haben. Sie sind nicht wiedergeboren, aber sie haben erkannt. Was heißt jetzt Heiligen Geistes teilhaftig? Haben sie jetzt die Hälfte bekommen? Nein, es ist wie, du kaufst ein Kaugummi. Du schmeckst das Kaugummi, aber du spuckst es irgendwann wieder aus. Hebst du das ausgespuckte Kaugummi wieder auf? Nein. Und so ist es auch, sie sind teilhaftig geworden. Sie haben geschmeckt, sie haben gehört, sie haben erkannt, aber nie im Herzen geglaubt und sind dann abgefallen. Und es ist unmöglich, sinnlos. Also erstmal hier, widerlegen wir erstmal noch einmal. Der merkt gerade nicht, wie er selber seine eigene Auslegung sich selbst zerstört. Er sagt, ja, Petrus hat den Herrn verleugnet, weil er noch nicht versiegelt war mit dem Heiligen Geist. Hat er ja gesagt, korrekt. Apostelgeschichte 2 ist die Versiegelung, Epheser 1 kann man lesen auch, dass man die versiegelt sind. Epheser 1, Kapitel, Vers 13. Ihn seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört, nämlich das Evangelium von der Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heil. Korrekt, ab Apostelgeschichte 2. Aber dann legt er aber Hebräer 6, Vers 4 so aus, da sind gar keine Wiedergeborene, weil sie nicht versiegelt waren. Und diese Menschen, die nicht versiegelt waren, können nicht mehr zu Buße tun. Das heißt, die können nicht mehr umkehren. Und natürlich sind das Juden damit gemeint und nicht die Heiden. Weil die Heiden kamen wann zum Glauben? Ab der Apostelgeschichte. Also zählt dieser Vers überhaupt nicht für die Christen. Das heißt, in dem Moment, wenn du versiegelt bist, kannst du nicht das Heil verlieren. Er widerlegt sich damit ja selber. Ja, du sollst von Reza umkehren. Du widersprichst dich in einem Satz. Nicht mal zwei Minuten hast du dich selber zerstört. Und die Christen denken gar nicht nach, der diese Leute verfolgen. Ab wann kamen die Heiden zum Glauben? Ab Apostelgeschichte. Und er sagt, ja, Petrus war im Alten Testament, deswegen konnte er den Herrn Jesus verleugnen, weil er noch nicht mit dem Heiligen Geist versiegelt war. Aber wiederum sagst du, Hebräer 6 sind die Leute gemeint, die nicht versiegelt sind. Und die haben keine Möglichkeit, zu Buße umzukehren. Somit verdammst du wen? Petrus. Also ihr habt das verstanden, was ich meinte, oder? Und dieser Typ will mit mir nicht. Gott vergib mir, dass ich lachen muss, aber das ist doch ein Witz. Also Reza, ey, ganz ehrlich, wenn du deine Schüler so lehrst, was meinst du, was ich mit dir machen würde in einem vernünftigen Dialog mit dir? Du würdest dich nach links, nach rechts drehen. Ist das dein Schüler? Nicht mal eine... Das ist dein Schüler, der sich innerhalb von zwei Minuten selbst auslöscht? Ist das euer Ernst? Also, guck mal. Er legt das quasi so aus, dass ab den Apostelgeschichte 2 kam der Heilige Geist und er wohnte in dem Jünger, in den Apostel. Also ich sende euch den Heiligen Geist und der wird in euch bleiben bis in alle Ewigkeit. Und dann sagt er wiederum, Hebräer 6, Vers 4 spricht kein Wiedergeborenen an, weil sie nicht versiegelt waren. Die haben es geschmeckt, ausgespuckt, probiert. Okay, aber dann sagt er wiederum, Petrus hat das Heil erlangt, weil er noch nicht den Heiligen Geist hatte. So, aber das stimmt gar nicht. Petrus war teilhaftig. Das darfst du nicht vergessen. Petrus war teilhaftig an den Heiligen Geist. Denn warum? Als Jesus die Jünger geschickt hat, um zu heilen, hat 70 Jünger geschickt. Ohne den Heiligen Geist, was mit Teilhaftigkeit, kannst du nicht heilen. Die haben das Wort gehört, genau wie Hebräer 6. Die haben das Wort gehört, die haben die Wunderwerke von Jesus gesehen. Aber Petrus hat ihn verleugnet.
Laut deiner Aussage müsste Hebräer 6, Vers 4 an Petrus angewendet werden. Somit ist was? Petrus ist nach deinen Augen verdammt worden. Oh Mann, es ist der Wahnsinn. Und der zweite Punkt ist ja, was ist mit Judas Iskariot passiert? Was sagt der Vers noch weiter? Das ist ein großer Unterschied. Jemand, der Buße tut, sagt erst Johannes, alle Sünden werden ihm vergeben. Gott ist treu und gerecht, dass er alle Sünden vergeben wird. Und Judas Iskariot ging nicht zu Gott. Er ging zu dem Pharisäer und sagt, ich möchte nicht mehr die Sünden, aber er ging nicht zu Gott. Und das ist ein Unterschied. Am Ende hat er sich selber umgebracht. Punkt 1. Punkt 2. Du kannst nicht sagen, Teilhaftigkeit ist die Versiegelung. Er sagt das ja. Teilhaftigkeit ist nicht die Versiegelung. Ja, stimmt. Ist nicht die Versiegelung. Die Versiegelung ist in Apostelgeschichte 2. Und dann sagt er, ja, ein Christ kann niemals den Herrn verleugnen, weil er den Heiligen Geist in sich trägt, ja, weil er versiegelt ist. Deswegen Hebräer 6 sind die Leute, die gehört haben, aber nicht versiegelt sind. Ja, Petrus war auch teilhaftig. Und er hat den Herrn verleugnet. Und er tat trotzdem Buße und kehrte um. Und der Herr Jesus hat ihm vergeben. Petrus ging zu Gott, Judas ging nicht zu Gott. Jemand, der Buße tut, ist ein Zeichen dafür, dass Hebräer 6, Vers 4 gar nicht ihn anspricht. Das ist damit gemeint, dass diese Leute, die gar nicht zu Gott kommen, es ist unmöglich, dass sie wieder zu Buße kommen werden. Es bedeutet aber nicht, wenn sie Buße tun, dass der Herr denen nicht vergibt. Also verdreh hier nicht die Schrift. Und das machen leider einige. Das ist damit gemeint. Was ist zum Beispiel mit diesen Leuten gemeint, die in einer christlichen Familie aufgewachsen sind? Die gingen in der Gemeinde, ja, haben es geschmeckt und dann sind die wieder abgefallen, gehen die wieder in der Welt. Weißt du, wie viele christliche Kinder abgefallen sind und gehen in der Welt, machen dies und das? Jesus sagte, nach einem Schaf werde ich suchen, der verlorene Sohn. Was ist mit dem verlorenen Sohn gemeint? Hat er das auch nicht, was Jesus Christus da gesagt hat? Nach ihm geschaut und nach ihm gesucht? Nach deiner Auslegung würdest du diesen einen verlorenen Sohn ja verdammen, laut Reza-Auslegung. Ja? Also ganz klarer Fall. Damit hast du dich selbst im Bein geschossen. Du kannst nicht sagen, das spricht die Wiedergeborene gar nicht an und es bezieht sich nicht auf Petrus, weil du ja sagst, Petrus wäre ja nicht versiegelt, aber in Hebräer 6, Vers 4 sagst du auch, da sind nicht die Leute, die versiegelt waren. Also würdest du damit wen verdammen? Petrus. Und der Hebräer widerspricht Juden an. Ja, deswegen heißt es ja, mit toten Werke, mit Wundern und Werken und so weiter. Das ist unmöglich, da sie ja wieder den Herrn kreuzigen würden. Und wer sowas tut, hat gar keine Vergebung. Und wer hat denn Jesus Christus gekreuzigt? Die Juden. Du kannst nicht sagen, die Heiden. Die Juden wollten den Tod sehen. Sein eigenes Volk. Und die Römer haben es einfach nur ausgeführt. Ja? Genau, also wie gesagt, die Möglichkeit ist gegeben, jeder kann gerne hochkommen. Habt ihr verstanden, was ich meinte? So antwortet bitte mit Ja, damit es ganz klar verständlich ist. Okay, super. Super, super. Das freut mich, dass ihr das verstanden habt. Weil diese Auslegung, wie sie das auslegen, ja, widersprechen sich in vollen Punkten. Die widersprechen sich. Diese Auslegung verdammt Petrus, verdammt alle Christen. Weil die sagen, ja, du warst nicht wiedergeboren. Verstehst du? Und außerdem jemand, der nicht, es passt gar nicht. Es funktioniert nicht. Und was ist die Heilige Geistlästerung? Auch das ist ein Riesenproblem. Der Heilige Geistlästerung, was die sagen, ja, guck mal, hier gelästert. Nein, Lästerung bedeutet, wenn du sagst, dass der Heilige Geist von unten ist. Das, was die Pharisäer ja getan haben.
Und das ist ja Lästerung. Etwas, was böse sagen. Lästerung ist auch nicht, wenn jemand sagt, ja, der Heilige Geist ist nicht Gott, ich erkenne das nicht. Ist immer noch keine Lästerung. Lästerung ist, wenn du wirklich sagst, es ist so bum, 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 bum. Das heißt, die Kraft, die Gottheit, die das Wunder bewirkt, ja, wenn du das leugnest und sagst, das ist vom Bösen, pum, 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 das ist Lästerung. Aber diese ganzen Resana-Sekte, die checken das noch nicht mal. Ja, und deswegen sage ich ja auch zu diesen Gurus und so weiter, zu diesen Reza, das ist ja angeblich sein Schüler, aber sein Schüler hat seine Hausaufgaben nicht gemacht. Reza hat auch seine Hausaufgaben nicht gemacht. Ja, also, klarer Fall, Hebräer 6, Vers 4, sagt er mit seinem eigenen Mund, er legt das richtig aus, okay, da sind nicht die Wiedergeborenen, weil sie nicht versiegelt sind. Aber wiederum macht er den Fehler aber, indem er sagt, ja, Petrus hatte noch nicht den Heiligen Geist, deswegen konnte er ihn verleugnen. Aber Hebräer 4, Vers 6 waren auch Leute, die nicht mit dem Heiligen Geist versiegelt waren. Also verdammst du somit Petrus. Er checkt das nicht. Und natürlich ist das an Juden, Christen gerichtet. Der Hebräerbrief spricht ja viel über dem Alten Testament. Und das ist bewusst. Was ist das? Hebräer 6. So, und was ist jetzt der Unterschied? Warum hat Petrus noch Buße erlangt? Aus einem ganz einfachen Grund. Weil Petrus aus Not heraus, nicht bewusst, mit voller Überzeugung den Herrn verleugnet hat. Er hatte Panik, er hatte Angst gehabt. Und Hebräer 6 spricht Petrus ja gar nicht an, sondern Hebräer 6 sind die Leute, die bewusst mit vollem Herzen sagen, weißt du was, ich gehe wieder zum Judentum. Ich kreuzige, es geschieht Jesus recht, dass er gekreuzigt worden ist, weil er Irrlehre verbreitet hat. Und deswegen sehen wir auch im Hebräer 6, einen Moment, und die dann abgefallen sind, wieder zu Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzige und zum Gespött machen. Was ist damit gemeint? Das sind bewusste Leute, die zum Judentum gegangen sind und sagen, ja, es geschieht Jesus recht, weil er Irrlehre verbreitet hat über die Tora. So, und das ist sehr, sehr interessant. Wer sagt, es geschieht Jesus recht, dass er gekreuzigt worden ist? Das kommt nur von den Juden, die immer noch an die Tora glauben. Noch nicht mal an die Muslime selber, weil die Muslime glauben ja noch nicht mal, dass Jesus Christus gekreuzigt worden ist. Die wollen das doch gar nicht. Aber die Juden sagen, es geschieht ihnen recht. Und das ist natürlich die Juden. Wie kannst du sagen, nee, es bezieht sich nicht auf die Juden, es spricht uns alle an. Natürlich spricht uns das auch alle an, aber du musst aufpassen in den einzelnen Versen. Manche Verse sind nur für die Apostel gegeben. Ab Markus 16. Ganz am Ende geht hin, taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ihr werdet auf Schlangen treten, ihr werdet in neuen Sprachen reden. Wenn du sagst, nö, es ist gar nicht damit gemeint für den Juden. Oder beispielsweise, wenn du sagst so, nö, das spricht ja uns alle an. Ja gut, dann nimm eine Schlange oder besser gesagt, geh in einem Krankenhaus und leg die Hände auf. Mach doch, weck doch Tode auf. Verstehst du seine Auslegung, wie dieser Reza widerspricht sich in einem Satz. Und dann sagt aber auch Reza wiederum, guck mal, was für ein Heuchelei das ist. Dann macht er einen Riesenfehler, dieser Reza. Ich weiß ja. Er sagt, ja, das Matthäus 6 mit 7 und das Vaterunser spricht nur die Juden ab. Damit an. Sag mal. Ja. Verstehst du? Er glaubt an Brüderbewegung, aber die Brüderbewegung legt das so aus. Die sagen, nein, das Vaterunser ist nur für die Juden gerichtet. Er ist ja Brüderbewegung. Rudolf Ebertshäuser ist Brüderbewegung. Ja, er sagt das. Geh mal in eine geschlossene Brüderbewegung. Die beten nicht das Vaterunser. Und dann macht er einen Fehler. Jesus sagte, wer eine Wange an Rechte halt an dir, so halte ihn auch die Rechte. Ja gut, wenn das jetzt nicht für uns gilt, ja, dann kannst du jemanden schlagen, dann bist du ein Heide. Das spricht dir doch gar nicht an, Reza, oder? Verstehst du? Mit diesem Video will ich nur eine Sache aufzeigen. Was habe ich hier gezeigt?
Man muss den Vers genau lesen, was damit gemeint ist. Du kannst nicht einfach so lesen, ja, steht doch, hier steht doch das drin, jemand, der nicht zum Glauben abgefallen ist. Du sollst prüfen, was steht da wirklich drin? Natürlich sind das an die Juden gerichtet, die wieder zum Gesetz gegangen sind. Der ganze Hebräerbrief. Aber auch eine Mahnung an die Leute, die von dem Heiden gekommen sind. Aber das ist erstmal nicht konkret, sondern spricht erstmal nur die Juden, die abgefallen sind. Und die Juden sagen, ja, Jesus hat ihr Lehre verbreitet, ihm geschieht es recht, dass er gekreuzigt worden ist. Deswegen sagt der Vers 4, ja, Vers 4, den Heiligen Geist teilhaftig geworden sind und das gute Wort geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Wehenzeit. Und die dann abgefallen sind, wieder zu Buße zu erneuern, da sie wie selbst den Sohn wiederum kreuzigten. Das ist damit gemeint. Ja? So, und laut deinem Video hast du jetzt somit Petro verdammt. Laut deinem Video hast du Petrus damit tatsächlich verdammt. Ja? Bitte keine andere Christen, nur dieser Danny soll einfach hochkommen und dieser Pavlus, die kommen ja nicht. Die lästern gerne, aber zu einem Dialog trauen die sich nicht. Guck mal, ich halte den Vortrag begrenzt, ich sage ihnen nichts. Weil am Ende, wenn die sagen, ja komm, ich möchte jetzt eine Debatte, ich kenne seine Auslegung. Das gibt es nicht. Das, was ich sage, ist gerade mal 5%. Nur für den Vers. Ja? Wir hören uns mal diesen Danny nochmal an und dann können gerne andere Leute hochkommen. Warte. So, Gottes Segen, Leute, der Friede und die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch allen und auch an alle, die dieses Video sehen. Und zwar, wie ist es, wenn man abgefallen ist? Kann man wieder Buße tun? Die Schrift sagt, es ist unmöglich. Jetzt streiten viele Christen und sagen, der Hebräerbrief geht nur für die Hebräer. Geht denn der Römerbrief nur für die Römer? Die Bibel sagt in Hebräer 6, Vers 4, und das lesen wir gleich, viele Christen vergleichen sich dann immer manchmal mit Petrus. Ja, aber Petrus hat ja auch den Herrn verleugnet. Da war noch der alte Bund, da war noch nicht der Heilige Geist ausgegossen. Da ist der Herr Jesus noch nicht ans Kreuz gegangen. Er war ein alttestamentlicher Gläubiger. So, damals konntest du abfallen und wieder zurückkommen. Aber die Schrift sagt hier, in Hebräer 6, Vers 4, denn es ist unmöglich, die welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wieder umkreuzigen und zum Gespött machen. Was meint das Wort Gottes damit eigentlich? Das Wort Gottes meint damit, das sind Leute, die erkannt haben. Sie sind nicht wiedergeboren, aber sie haben erkannt. Was heißt jetzt? Hörst du? Er sagt im Alten Testament, das heißt, Petrus hat noch nicht den Heiligen Geist gehabt. Er war teilhaftig, hat die Werke gesehen. Was redest du für ein Bullshit? Der Hebräer 6 spricht aus der Vergangenheitsform. Er spricht tatsächlich die Juden damit an. Er sagt was? Er sagt zu Petrus, ja, er hatte nicht den Heiligen Geist gehabt. Deswegen spricht das nicht Petrus nicht an. Korrekt. Und damit verdammter Petrus, laut Hebräer 6, Vers 4. Weil er den Heiligen Geist nicht hatte, hat er den Herrn verleugnet. Aber bewusst oder unbewusst? Bewusst. Nein, Entschuldigung, unbewusst. Er hat den Herrn verleugnet, weil er Angst hatte. Unbewusst. Aus Panikreaktion. Und Hebräer 6, Vers 4 sagst du ja, da sind nicht die Leute gemeint, die, wo der Heilige Geist versiegelt sind, sondern spricht nur die Leute an, die es geschmeckt haben. Die das gesehen haben. Genau. Und Petrus war ja auch teilhaftig. Petrus hat die Wunder ja gesehen und die Werke ja gesehen. Ja, das ist damit gemeint. Du kannst nicht sagen, nö, Petrus war unmöglich, weil es ja im Alten Testament war Unmöglichkeit. Und so. Ja, aber das spricht er doch damit an. Damit widerlegt er damit Petrus. Er checkt das nicht. Heiligen Geist ist teilhaftig. Haben die jetzt die Hälfte bekommen? Nein, es ist wie, du kaufst ein Kaugummi.
Du schmeckst das Kaugummi, aber du spuckst es irgendwann wieder aus. Hebst du das ausgespuckte Kaugummi wieder auf? Nein. Und so ist es auch. Sie sind teilhaftig geworden. Sie haben geschmeckt, sie haben gehört, sie haben erkannt, aber nie im Herzen geglaubt und sind dann abgefallen. Genau, damit verdammt er jetzt Petrus. Weil Petrus hat geschmeckt, er war teilhaftig und damit hat er Petrus jetzt verdammt. Nach deiner eigenen Logik, nach deiner eigenen Dummheit. Ganz einfache Kiste. Genau, er benutzt tatsächlich dieselbe Wortwahl wie Reza und so weiter. Er gibt sich auch so wie Reza. Reza hat ihn komplett manipuliert. Weißt du warum? Weil er einfach nur das tut, was Reza gefällt. Das ist das. Aber Werde Licht zum Beispiel, die Gemeinden, viele Gemeinden haben ihn ausgeschlossen. In Hamburg zum Beispiel, da wurde von allen Gemeinden fast ausgeschlossen, weil er nur über Dämonen gesprochen hat. Vernünftige Gemeinden schließen solche Leute aus. Warum hat Reza gar keine Gemeinde? Weil die verrückt sind. Siehst du doch an seinem Facebook-Profil. Überall nur Dreiecke, Vierecke, Dreiecke, Vierecke. Was willst du mit so einem Typen? Jesus sagt, geht hin, verkündigt das Evangelium. Er verkündigt das Finsternis und deckt die Finsternis auf. Ich sag mal, spinnst du oder was? Ohne Reza wüssten wir gar nichts von der Finsternis. Wir wüssten nichts ohne ihn. Er ist der Einzige, der die Finsternis entlarvt hat. Hat das Jesus Christus nicht getan? Reicht dir das nicht aus? Musst du über Dämonen noch reden? Nur der Unterschied ist, dass bei dir zu Hause noch Dämonen sind, hast du selber gesagt. Er hat in einem Video gesagt, ja, bei mir war ein Hund, er hat einen Hund und der Dämonen hat ihn ausgestoßen. Und vergleich das noch mit Paulus. Guck mal, was für ein besoffener Typ das ist. Und das ist natürlich sehr, sehr, genau, der Hund ist 2 Meter geflogen. Er vergleicht das tatsächlich mit Paulus. Digga, bist du ganz Banane im Kopf? Er denkt wirklich, er ist so ein, keine Ahnung. Er denkt wirklich, der ist so der Heilige oder der sich selbst auf dem Thron sitzt. Er sagt ja auch. Ohne mich wüsstet ihr nichts von der Finsternis. Ja klar, natürlich. Du weißt doch gar nicht, was Finsternis ist. Hast du schon mal für den Herrn gelitten, du Superchrist, indem er sagt, ja, wenn ihr die AfD wählt, Abdul Memra ist ja ein Abgefallener und Roger Liebe ist ja auch abgefallen, weil die ja quasi, weil der Abdul Memra hat ja gegen Reza auch geschossen. Er hat sich über diese Sache lustig gemacht. Ja, der ist niemals wiedergeboren, Ja, oder wie zum Beispiel Roger Liebe, er macht mit dem Video, wie kann er mit so einem Typen Video machen, deswegen ist er auch abgefallen. Digga, wer bist du überhaupt? Du kleiner Satanskind. Du Teufelskind. Wer bist du überhaupt, dass du überhaupt so schießt? Was hast du für den Herrn getan? Erklär mal, leidest du? Und dann sagt im Video, ja, man muss die Flüchtlinge, ja, wenn man auf die schießt, man gegen Flüchtlinge, dann bewegt dein Arsch, dann geh in einem Flüchtlingsheim und missioniere. Mach doch, anstatt im Internet zu sitzen, voll zu fressen und den Mund weit aufzutun. Dann geh und missionier die. Ja? Dann bist du ja für den Islam, nicht gegen den Islam. Natürlich benutzt der Herr das Gericht über Europa. Aber du kannst doch nicht sagen, weil jemand wählt, ist jetzt ein Teufelsanbeter. Ja, wenn das so ist, wenn du das so sagst, dann schmeiß deinen deutschen Pass weg. Dann genieße hier nicht die Demokratie. Weil die Jünger von Jesus hatten ja auch gar keinen Pass oder sage ich mal, Jesus hat ja auch gesagt, geht hin und nimmt kein Schwert mit, keine Schuhe für das Evangelium, hier nichts. Dann mach das doch genau wie die. Mach mal. Ja? Deswegen seine Frucht sprudelt auch von ihm heraus, indem er sagt so, was hat er gesagt? Ja, diese Schwuli und so. Schwuli. Nein, du bist der Schwuli. Du benimmst dich gerade so. Der Schwuli bist du gerade. TikTok sportlich. Du bist doch kein Mann genug, um mit mir nur zu lästern, wie dieser Danny. Guck mal, dieser Danny macht 2 Minuten Video, hat sich selber ins Bein geschossen. Ja? Lass mal Pablos, diese ganzen Leute, das ist mir auch egal. Aber du siehst ja hier, die Leute machen Video, aber schießen dich, deren Auslegung schießt Petrus ins Verdammnis. Ja? Ist einfach die Wahrheit.
Man muss, es muss gesagt werden, die dienen nicht den Herrn. Die denken, die dienen den Herrn. Das merkst du nach deren Auslegung. Sie verdammt damit Petrus, weil Hebräer 6, Vers 4 spricht ja Petrus an, weil er nicht den Heiligen Geist versiegelt hatte. Ja, und stimmt das, was er da sagt? Dass einzelne Propheten nicht den Heiligen Geist hatten, sondern nur von außen, stimmt das? Ist eine Lüge. Guck mal, ich will nicht alles sagen. Ja, das, was ich gerade mache, ist wirklich nur 10%. Okay, guck mal, wenn wir sprechen über den Bibel, da müssen wir eine Sache vorsichtig sein. Psalm 51 können wir lesen. Und er sagt, im Alten Testament hat er mir nochmal die Chance umzukehren. Ey, wo hast du diese ganze Theologie her? Von Reza oder was? Oh Mann. Also. Er behauptet, dass die Alten Testament nicht den Heiligen Geist in sich hatten. Richtig? Hat er gesagt. Okay, gehst du auf Psalm 51, gehst du auch auf Hebräisch oder Aramäisch, steht hier Folgendes, vor allem auf Hebräisch. Guck mal. Da heißt es, ein Moment. Vers 13. Verwerf mich nicht von deinem Angesicht und dein Heiliger Geist nimm nicht von mir. Warte mal. Hat er nicht gesagt, im Alten Testament hatten die Propheten nicht den Heiligen Geist gehabt? Warum bittet dann der Psalmist David, nimm nicht den Heiligen Geist von mir? Und gehst du auf Hebräisch, da steht tatsächlich, dass er den Heiligen Geist in sich trug. Nach seiner Auslegung ist der David nicht mal wiedergeboren. Das ist seine Auslegung? Bist du dir sicher, Reza Klan? Und dann steht es hier, verwirf mich nicht von deinem Angesicht, denn der Geist deiner Heiligkeit nimmt nicht von mir. Und dann steht hier wiederum, nimm nicht den Geist von mir. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Was ist jetzt darunter versteht? Jeder, der dieser Reza unterstützt, kommt hoch. Komm, ich möchte wissen, wie euer Guru, wie er euch beigebracht hat. Kommt hoch, ich mache euch jetzt ein Angebot. Es gab's viele Propheten, die nicht versiegelt waren, sondern nur von oben herab. Erste Chronik, Kapitel 28, Vers 12. Und den Plan von allem, was durch den Geist in ihm war, für die Höfe des Hauses des Herrn und alle Zelte ringsherum. Für die Schatzkammer des Haus Gottes und die Schatzkammer der heiligen Gaben. Die Propheten hatten. Einige hatten den Heiligen Geist in sich. Habe ich dir das schon beantwortet? Aber widerlegt alles, dann komm doch hoch. Dann bleib da, wo du bist. Also. Jesaja 63, Vers 10. Du sollst einfach selber die Bibel lesen. Was steht da? Sie haben, so wie die Widerspenstigen gewesen, haben seinen Heiligen Geist betrübt. Und wandelt er sich ihnen zum Feind. Was ist damit gemeint? David sagt, nimm nicht den Heiligen Geist von mir. Laut Reza ist Petrus verdammt. David ist ja verdammt. Oh Mann, das ist das Problem. Die sind da so festgefahren in ihrer eigenen Welt, dass sie einfach mit der Bibel Zirkus machen. Und mit diesem Zirkus verdammen sie sich selbst und vor allem auch die Apostel, also vor allem Petrus. Hm?
Ich möchte nur die Leute haben, bitte hochkommen, nur die Leute haben, die gerade was dagegen sagen wollen. Nicht die Leute, die dafür sprechen. Das ist nicht böse gemeint. So, deswegen bitte hochkommen und wir sprechen darüber. Oder komm mal bitte hoch, es gibt ja einige hier. Chillt auf Gott. Komm mal bitte hoch, Bruder. Du hast etwas gesagt. Komm mal bitte hoch. Genau, weil du Ex-Resana bist, Bruder. Deswegen will ich die Leute haben, die für Resa sind. Chillt auf Gott, komm doch hoch. Du weißt doch, um was es geht. Guck mal, die Leute, die eine Irrlehre verbreiten, ja? Guck dir diese Leute mal an. Guck mal. Ich mache gar nichts. Ich zeige jetzt nur die Bibel. Die haben gesagt, der Heilige Geist hat ja dieser Reza und so weiter und Paulus gesagt. Was steht da? Und sprach zum Tempel, David selbst hat im Heiligen Geist, was hat er getan? Im Heiligen Geist gesagt. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meinem Rechten im Heiligen Geist. Gehst du auf Griechisch? Genau dasselbe Wort war wie in Apostelgeschichte 2, als die Jünger versiegelt waren. Im. Die waren, der Herr hatte den Heiligen Geist gehabt. So, und dann gibt es natürlich Stellen, wo der Heilige Geist quasi außen vor war und die geleitet hat. Aber es gibt natürlich Stellen, wo die einzelnen Propheten den Heiligen Geist hatten. Das war eine, auch da war eine Gnade. Deswegen verbreitet keine Irrlehre hier. Seine Auslegung ist Schrott. Und was tat David? Der David hat Ehebruch begangen, hat gemordet. Laut Reza ist er niemals wiedergeboren gewesen oder war abgefallen. Nur, dass Hebräer 6 ja nicht die Leute spricht, die den Heiligen Geist versiegelt haben, so wie er ja auch sagt. Aber Petrus war auch nicht versiegelt. Und nach seiner Logik könnte Reza, also Petrus, nicht zum Glauben finden. Weil Hebräer 6, Vers 4 sagt, da sind nicht die Leute gemeint, die versiegelt sind, sondern die Leute, die es geschmeckt haben, ausgespuckt haben. Die waren nicht versiegelt. Dankeschön. Und die haben keine Möglichkeit, zu Buße mehr zu kommen. Aber Petrus war auch nicht versiegelt. Und hat den Herrn verleugnet. Aber bewusst oder unbewusst? Unbewusst. Aus Angst. Und meine Geschichte war genau dasselbe. Heuchelei. Und jemand, der Buße tut, sagt der Herr wird dir vergeben. Und das ist eine falsche Auslegung, um zu behaupten dann, nee, der steht doch, es ist unmöglich für die Buße. Ja, genau, die werden auch nicht Buße tun. Die werden nicht kommen. Was ist mit Judas Iskariot? Hat er die Chance, Buße zu tun? Ja. Ist er zu Gott gegangen? Nein. Ist Petrus zu Gott gegangen? Ja. Leg die Stelle richtig aus. Die werden nicht mehr Buße tun können. Es sagt nicht, dass Gott gesagt hat, auch wenn sie Buße tun, keine Möglichkeit. Da steht es nicht drin. Da steht nur drin, es ist unmöglich, dass diese Leute Buße tun. Unmöglich. Das ist damit gemeint. Und nichts anderes. Und ich tat Buße. Ich tat Buße über mein Leben und Gott hat mich gesegnet. Genau, chillt auf Gott. Du hast es richtig erkannt. Ganz gefährlich. Die spielen ein ganz gefährliches Spiel. Nur solche Leute kannst du anhand der Bibel einfach widerlegen. Anders geht's nicht. Wenn sie nicht reden, dann guck mal, ich mach das bewusst nicht alles. Ich mach das nicht. Weil ich weiß, am Ende, ja komm, lass uns eine Debatte führen. Die haben sich mein Stream geschaut und schreiben das. Kein Problem. Guck mal, ich spiele euch noch sogar den Ball zu. Nehmt meine Argumente und macht daraus, überlegt, wie ihr mich widerlegen könnt. Kein Problem. Aber das, was ich gerade zeige, ist nicht hochnäsig. Ist gerade mal 20%. Ich zeige nochmal das Video von Danny. Soll ich das nochmal zeigen? Okay, dann hört genau hin.
So, Gottes Segen, Leute, der Friede und die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch allen, doch an alle, die dieses Video sehen, und zwar wie... Oh, Moment. So, Gottes Segen, Leute, der Friede und die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch allen, doch an alle, die dieses Video sehen, und zwar wie ist es, wenn man abgefallen ist, kann man wieder Buße tun? Die Schrift sagt, es ist unmöglich. Jetzt streiten viele Christen und sagen, der Hebräerbrief geht nur für die Hebräer. Geht denn der Römerbrief nur für die Römer? Die Bibel sagt, in Hebräer 6, Vers 4, und das lesen wir gleich, viele Christen vergleichen sich dann immer manchmal mit Petrus. Ja, aber Petrus hat ja auch den Herrn verleugnet. Da war noch der alte Bund, da war noch nicht der Heilige Geist ausgegossen. Da ist der Herr Jesus noch nicht ans Kreuz gegangen. Er war ein alttestamentlicher Gläubiger. So, damals konntest du abfallen und wieder zurückkommen. Aber die Schrift sagt hier, in Hebräer 6, Vers 4, denn es ist unmöglich, die welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wieder umkreuzigen und zum Gespött machen. Was meint das Wort Gottes damit eigentlich? Das Wort Gottes meint damit, das sind Leute, die erkannt haben. Sie sind nicht wiedergeboren, aber sie haben erkannt. Was heißt jetzt Heiligen Geistes teilhaben? Dankeschön. Also laut Petrus hat er selber gesagt, Hebräer 6 spricht ja nicht wiedergeboren an. Korrekt? Und laut Petrus ist ja Petrus ja verdammt. Laut seiner Aussage war Petrus nicht mehr wiedergeboren, weil er war ja nicht versiegelt. Und er spricht diese Leute an, die nicht versiegelt sind. Und das ist ein Unterschied. Epheser 13, Epheser 2 oder 7, kannst du lesen, da steht die Versiegelung des Heiligen Geistes. So, und was er hier meint, das ist ein quasi geschmeckt, ich wiederhole mich noch einmal, er widerlegt sich selbst seine eigenen Worte, er merkt das gerade gar nicht. Er sagt, Petrus war nicht versiegelt, das war im Alten Testament, auch in Hebräer 6, die Leute sind nicht versiegelt. Hä? Ja, was denn jetzt? Du musst dich schon entscheiden jetzt. Spricht das jetzt die Wiedergeborenen an oder nicht die Wiedergeborenen? Weil wenn du sagst, die Wiedergeborene, ja, sagst du ja nicht. Du sagst, es sind ja die Leute, die nicht versiegelt sind. Okay. Aber damit verdammst du Petrus. Weil Petrus war ja, hat ja auch nicht den Heiligen Geist erst nach der Apostelgeschichte gehabt. Er war versiegelt nach dem also erst in Apostelgeschichte 2, als der Heilige Geist am Pfingsten war. Und wie er das auslegt, und er merkt nicht, was er da sagt. Er widerspricht seine eigene Wortwahl, er denkt nicht weiter. Ja, im Alten Testament waren sie ja nicht versiegelt, deswegen konnten sie wieder Buße tun und die wurden wieder erneuert, weil sie ja nicht versiegelt waren. Aber in Hebräer 6, Vers 4 waren die auch nicht versiegelt. Und dann steht wiederum, die haben keine Möglichkeit mehr zu Buße zu tun. Also hätte Petrus auch keine Möglichkeit mehr Buße zu tun, du Schlaumeier. Also ich habe verstanden, um was es hier geht, ja? Also ich habe ihn ja selber gehört, was er gesagt hat. Ja? Ich weiß nicht, vielleicht rede ich zu kompliziert oder ich erkläre das falsch, aber ich habe verstanden, was ich eigentlich meinte. Also ich habe soweit verstanden. Okay, super. So, dann nehme ich mal einen hoch. Lieber. Gottes Segen, mein lieber Bruder. Gottes Segen. Wie geht's dir? Gut, gut. Du warst damals bei Reza Clan? Ja, ich war in der Sekte auch drin. Erzähl mal, was hast du uns zu sagen, Bruder? Ich sag mal so, Bruder, ich habe die ja mir ja monatelang reingezogen. Also ich habe zuerst Ami entdeckt, den Ex-Muslim. Ja. Dann bin ich auf seinen Bruder Reza gestoßen. Dann vor einem Jahr ungefähr habe ich schon auf TikTok Dennis und Angel entdeckt. Ich habe die als gefeiert, also was heißt jetzt gefeiert, ich habe die mal reingezogen und so. Ich gebe zu, der Herr hat sie auch benutzt, um mir viele Dinge zu offenbaren, wie zum Beispiel die gesunde Lehre. Und dann war ich selber mal für einen Monat in deren WhatsApp-Gruppe drin. Anfangs lief es alles gut, aber die beschäftigen sich zu sehr mit der Finsternis, also zu viel Illuminati. Die sprechen einem sofort das Heil ab, wenn man nicht zu 100% deren Meinung ist. Und die reden über jeden. Mhm.
Ja, genau. Und das ist ein Riesenproblem. Tat das der Herr Jesus Christus? Nein. Korrekt. Das heißt, er hat nicht sofort das Heil abgesprochen, korrekt? Korrekt. Okay, und warum tut das dann Reza? Der macht sich Gott gleich. Dankeschön. Das heißt, er sitzt auf dem Thron und verurteilt dann sofort die Leute, dass sie sofort in der Hölle kommen. Ja, bei dem ist es halt so, der Typ ist voller Hochmut, der merkt es aber nicht. Genau, was sehen wir in Kolosser 2, Vers 18? Hast du eine Bibel bei dir, Bruder? Ja, einen Moment. Hörst du mich jetzt? Ich höre dich, ja. Ich habe gerade keine Bibel bei mir gerade dabei. Okay, ich lese das, ja? Kolosser 2, Vers 18. So, einen Moment, ich schlage kurz mal die Bibel. Und jetzt sehen wir, dass er gegen die Bibel schießt. Was steht da? Einen Moment. Zweite Kolosser. Einen Moment. Kapitel 2, Vers 18. Warnung von der Irrlehre. So, was sehen wir hier? Einen Moment. Oder ich mache das mal so, dass ich das mal komplett lese. Mhm. Einen Moment. So, ich muss da kurz das lesen. Also ich muss das kurz mal raussuchen. In Vers 18 lesen wir, Vers 17, die eine Schatten der künftigen Dinge sind, der Körper selbst aber ist das Christus. Um den Kampf frei soll euch niemand vom Heil abbringen, der seine eigene Willen tut in scheinbarer Demut und Anbetung der Engel, der auf das eingeht, was er Visionen gesehen hat, grundlos aufgeblasen von der Gesinnung seines Fleisches. Das ist Reza. Er ist, predigt seinen eigenen Willen, hat einen scheinbaren heuchlerischen Demut und bringt die Leute vom Heil ab. Absolut. Das sagt Kolosser 2, Vers 18. Das sind die Leute, die wir vermeiden sollen. Wir sollen nur nicht mal mit denen zusammen sitzen oder Gemeinschaft haben. Warum? Deren Früchten ist nicht vom Herrn. Amen. Demut, einen Hochmut, guck mal, in dem Alten Testament hat Hochmut, ist Götzendienst, Bruder. Was Reza macht, ist Götzendienst. Er ist hochmütig. Gott hasst den Hochmütigen, aber den Demütigen wird er erheben, korrekt? Amen. Und Sprüche 16, 18 sagt auch, Hochmut kommt vom Fall. Genau. Das heißt, er predigt sich seinen eigenen Gericht. Natürlich, genau. Wenn gewisse Ehelehrer gibt, soll man mit diesen Ehelehrern nicht eins sein. Aber was er macht, ja, er verurteilt alles, was nicht, sagt sofort, guck mal, dieser Danny hat zu dem Bruder Alvaro gesagt, guck mal, Teufelsaugen. Einfach so. Wirklich jetzt? Wann war das? Das weiß ich nicht, wo der Alvaro frisch im Glauben kam, hat er gesagt, er ist ein Illuminate und so weiter. Ja, ey, die beschuldigen jeden Promi, ein Illuminate zu sein. Ja, es gibt Promis, die sind schon Illuminati, okay. Aber bei denen ist es wirklich so, wenn man jetzt tausende von Follower hat, die verdächtigen einen sofort. Ja, genau. Und das ist ja das Problem. Deswegen, diese Christen, die sich an einem gewissen Reza festhalten, ist gefährlich. Guck mal, ich sage immer wieder, alles, was im Internet ist, sage ich immer wieder, ist keine Gemeinde. Ihr müsst in eine Gemeinschaft gehen, prüfen, ist die Lehre oder den ältesten Pastor mal unterschauen, ist er demütig, handelt er nach dem Wort, ihr sollt prüfen. Deswegen sagt die Bibel, prüfet, ob die Geister von Gott sind. Natürlich sagt Reza, ja, ich glaube, dass Jesus Gott ist. Ach, die Dämonen glauben aber auch, dass Jesus Christus Gott ist. Verstehst du? Das heißt nichts. Oh, das stimmt. Das heißt gar nichts. Seine Früchte sind nicht der Heilige Geist. Was sind denn die Früchte des Heiligen Geistes? Guck mal. Schauen wir uns erstmal an, was die Früchte des Heiligen Geistes sind. Die Früchte des Heiligen Geistes. Und jetzt bitte, ich bin auch kein Heiliger, aber ich gebe es zu, ich habe damit auch oft zu kämpfen. Aber Reza wird niemals eine Kritik annehmen.
Nein, nein, also du merkst, Bruder, Elia, der Reza, was mir von Anfang an bei dir aufgefallen ist, der lässt sich überhaupt nicht ermahnen belehren. Nein, nein, aber guck mal, in Galater 5, Kapitel 2, 2, Vers 26. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut. Hat er geduldig mit anderen Geschwistern? Nein. Ja, nein. Hat er nicht. Freundlichkeit, ist er freundlich? In den Kommentaren beleidigt er Menschen. Christen, er beleidigt Christen. Dann haben wir Güte. Haben wir Güte? Nein. Treue, hat er Treue? Nein. Er hat von dem Bruder seine eigene Frau geschnappt. Wirklich? Warte, 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 warte mal. Also, warte, Lisa war mal mit Amir zusammen? Ja, also guck mal, Amir und sein Bruder. Der Bruder war aus seiner Gemeinde. Sein Bruder hat mich kontaktiert und meinte, du hattest damals vollkommen recht gehabt. Er hat meine Verlobte mit ihr Geschlechtsverkehr gehabt und die werden jetzt heiraten. Und der Bruder war fix und fertig, hat das nicht mehr verstanden. Also warte, warte mal, also Amir hatte ich kontaktiert, meinte... Nicht Amir, Bruder. Ein Bruder, den ich namentlich nicht sagen möchte, der Reza weiß das. Er weiß das. Ich weiß nicht, ob ich den kontaktiere, dass er das mal sagen soll. Ich denke, ich werde das machen. Er ist mit einer Person jetzt verheiratet, wo er mit ihr vor der Ehe geschlafen hat. Und guck mal, der Glaubensbruder und sie hatten Probleme gehabt und die ging zu Reza und hat sie quasi Seelsorge getrieben. Korrekt? Ach, warte, so. Bruder Elia, ich weiß jetzt den Namen von dir, aber ich sage den Namen nicht. Ich weiß, wie er heißt. Also du hast es auch mitbekommen, korrekt? Genau, und zwar war das nämlich so gewesen. Und zwar meinte ja die Lisa zu mir, ja. Lisa, genau. Genau, also Lisa meinte zu mir, dass Reza sie nicht ausgespannt hat, ist seine Lüge. Okay, guck mal. Wenn jemand, ein Seelsorger, ein Ältester, wie er sich ja gerne benimmt übers Internet, der Älteste aus dem TikTok und Facebook, auch das ist schon mal Quatsch, okay? Er gibt sich also, er denkt, er ist der Älteste, er ist der Chef, er ist der Hirte von TikTok und Facebook, okay? Genau. Wenn eine Frau und eine Verlobte zu ihm hingehen und ihn anvertrauen, und dann hörst du hinterm Rücken, dass diese Dame mit Reza Kontakt hat, aber auf einer anderen Ebene. Was ist das? Verstehst du? Und diese Beweise, die Leute denken, ich laber Blödsinn. Guck mal, wir machen das anders. Ja. Ich werde im Gebet gehen und fragen, ob das wirklich der Herr möchte. Dann werde ich den Bruder kontaktieren, weil der hat noch die Verläufe zwischen Reza und ihm. Okay. Und das wird auf Facebook mit seinem Profil, wir werden live gehen, sein Profil wird geklickt und sein Name. Und dann werdet ihr das selber hören und sehen. Und zwar, genau, also Lisa meint... Ja, und dann ist die Begründung hier von Lou, ist, glaube ich, auch die zweite Frau von Reza, ich weiß es nicht. Sie wurde betrogen und geschlagen von deinem sogenannten Bruder. Spielt keine Rolle. Und sie hatten Streit gehabt. Ja? Und der Bruder wollte eine Seelsorge haben, dass die Ehe oder diese Verlobung wieder versöhnt werden. Warum kommt der Reza und schnappt sich seine Verlobte und hat mit ihr Geschlechtsverkehr? Die haben Unzucht getrieben. Weil, guck mal, Bruder, das Ding ist ja so, Lisa meint also damals... Also pass auf, Lu, was du schreibst und was du hörst. Denn das, was wir belegen werden, das wird dir die Sprache verschlagen. Denn ich rede nicht etwas, ich kenne Reza länger als sie alle. Verstehst du, was ich dir damit sagen möchte? Aber Bruder, das Ding ist ja so... Es geht mir nicht darum, es geht darum, dass dieser Reza ein Unzüchtiger ist, Punkt aus. Er hat Unzucht mit ihr begangen und danach hat er sie geheiratet. Es kann nicht sein, dass einer bei ihr eingeht, ja, und dann sagt, ja, guck mal, Unzüchtige kommen so. Dieser Danny war auch ein Unzüchtiger. Ja, wirklich so, auf alle Fälle. Aber warte, Bruder Elia, und zwar folgendes. Lisa meinte zu mir, dass ihr damaliger Partner sie ja geschlagen und betrogen hat. Ich weiß nicht, ob es stimmt, ich kann es nicht sagen. Guck mal, wenn das so der Fall ist, okay, dann muss man eine Sache feststellen. Was macht er mit dir in Geschlechtsverkehr? Was macht er mit dir Geschlechtsverkehr? Und sagt in alle Öffentlichkeit, dass Unzüchtige in der Hölle kommen und hat nie öffentlich Buße getan. Das ist diese Heuchlerigkeit dahinter.
Verstehst du? Darum geht es mir. Es geht mir nicht darum, weil die verstecken deren Sünde in der Öffentlichkeit. Verstehst du? Ja, das ist das Problem, was ich sage. Also zum Beispiel weiß ich... Wenn jemand Unzucht begangen hat, dann tut er Buße in der aller Öffentlichkeit. Amen. So wie die Bibel das ja auch sagt. Wenn du in der Öffentlichkeit gehst, du hast eine Person, du fällst gar kein Problem, die fallen alle, aber dann tu Buße. Genau. Aber die verheimlichen das. Und ich sage dir auch eine Sache. Ich möchte nicht über die Sünde reden. Hebräer 6 ist das Thema. Mhm. Und Hebräer 6 hast du selber gehört. Genau. Er hat sich selber damit ins Bein geschossen. Mhm. Er verdammt damit Petrus. Er sagt ja, Hebräer 6 spricht ja nicht die Wiedergeborenen. Ja, korrekt. Weil sie nicht versiegelt waren. Ja, korrekt. Richtig. Aber war dann die Versiegelung bei Petrus? Nein, er hat ihn verleugnet. Also müsste laut ihm Hebräer 6, Vers 4 auch an Petrus gerichtet sein. Verstehst du? Und das passt nicht. Und der Hebräerbrief sagt, es ist unmöglich, dass sie nochmals Buße tun werden. Ist unmöglich. Aber heißt nicht, dass sie nicht Buße tun können. Die Leute, die bewusst sich abkehren, die werden keine Buße tun. Ist ja logisch. Aber wiederum heißt es Stelle, jemand, der Buße tut, wenn wir untreu sind, so ist treu und Gott gerecht, dass er uns zum Ziel führen wird. So, diese Leute haben sich bewusst in Hebräer 6 für den Judentum entschieden. Die haben es bewusst. Wir wollen wieder nach dem Gesetz gehen. Und deswegen sagt der Hebräerbrief, dass es so, wenn sie ihn erneut kreuzigen würde. Und wer hat Jesus Christus gekreuzigt? Die Juden. Genau. Und damit heißt es dann, okay, das geschieht Jesus recht, wenn sie wieder zum Judentum gegangen sind. Frag mal einen Jude, er wird sagen, ja, das geschieht Jesus recht, weil es war ja ein Irrlehrer. Das sagt der Hebräerbrief. Also ich sage mal so, ich glaube schon, also ich glaube halt daran, dass man als Wiedergeborener vom Glauben nicht abfallen kann, dass man im Heiligen Geist verschickt ist und wenn man jetzt vom Glauben abfällt, dass man nur teilhaftig war. Aber der Hebräerbrief, der gilt ja für alle. Korrekt, der Hebräerbrief gilt für alle, aber adressiert ist es an die Juden gerichtet. An die Juden, die wieder zurück zu der Tora gehen möchten. Ja, das ist es. Man muss unterscheiden. Ich finde es wichtig, dass man den Unterschied wirklich bemerkt. Und er sagt, ja, Hebräerbrief, weil es Hebräer ist, Römer kann man auch so sagen, dass es wurde an die Römer gerichtet. Er weiß gar nicht, was er da sagt. Hm? Ja. Und deswegen, jeder, der es gerne seinen Bruder verteidigen möchte von dieser Reza-Clan, guck mal, weißt du, wie diese Sekten sind? Ja. Die keine Aufmerksamkeit, schenkt dir keine Aufmerksamkeit. Debattiert nicht mit denen, debattiert nicht mit denen. Genau. Die Zeugen Jehovas sind genauso. Sobald du weißt, dann hauen sie ab. Verstehst du? Mhm. Und Reza ist genauso einer. Nein, schenkt dir keine Aufmerksamkeit. Aber Gott sagt, prüfe die Geister, ob die von Gott sind. Und ich kann niemals bestätigen, dass du nicht von Gott bist. Du bist kein Jünger des Herrn. Definitiv aber, nicht. Aber hier denkst du. Er soll Buße tun. Guck mal, dieser Werder Reza-Clan, komm doch mal hoch, ob ich gerecht urteile. Mein Urteil ist gerecht. Dieser Priester oder der Bruder kann das bestätigen. Genau. Aber Bruder, das Ding ist ja so, also du sagst ganz klar, Reza ist nicht wiedergeboren. Definitiv nicht, nein. Es ist nur der Anschein. So, Hebräer 6 ist für ihn gerichtet. Mhm. Weil die Wiedergeburt seine Flüchten bedecken nicht erstmal die Sünde. Wenn er Buße getan hat, er ist hochmütig, er ist nicht kritikfähig. Das ist nicht die Frucht des Heiligen Geistes, Bruder. Mhm. Guck mal, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und die Gelüsten. Wenn wir im Geist leben, so lass uns auch im Geist wandeln. Lass uns nicht leeren Raum stehen, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Was ist damals mit dem Bruder Flexer passiert? Mit diesem Beneiden? Bruder, der Bruder hat nichts gemacht. Mhm. Er sagt zu Flexer, er ist ein Satanist. Einfach so. Ja, und die beschuldigen und die fragen sich, ob Flex ein Illuminati ist.
weil bei seinem Energy-Drink ein Dreieck zu sehen ist. Ja, ich sag ja, diese Leute sind, die sind nicht mal normal. Ja, die sind besessen von Illuminati, die sind besessen davon. Ja, das ist doch krank. Die sind besessen von der Finsternis. Du kannst nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Verstehst du? In seinem Facebook-Profil, gehen wir mal, ich guck mal, ob ich den irgendwo finde hier. Nee, guck dir mal Resas Instagram-Account an. Das ist so krank. Nur Illuminati-Zeugs, das ist so heftig. Ja, und die Bibel sagt, wir sollen einander erbaut werden. Das ist unser Ziel. Und nicht in Finsternis zu wandeln und sagen, oh, guck mal hier, guck mal da. Nee, ich hab leider kein Facebook mehr. Sonst hätte ich das auf jeden Fall gezeigt. Also richtig pervers. Guck mal, das Ding ist, ich will ja nicht Resa öffentlich verleumden oder irgendwie sowas. Ne? Weil das ist ja Rufmord. Am Ende gehen wir zur Polizei und zeigen sie mich auch an. Guck mal. Das, was sie sagen, ich warte nun da drauf. Mach das doch mal. Zeig mich mal. Ich werde alle Belege nehmen und sagen, guck, ich habe nur zitiert. Ich habe nur gezeigt. Verstehst du? Ich möchte nicht über diese Person werden. Für mich ist das aus. Was die gemacht haben, ist deren Sinn. Ich möchte über deren Lehre sprechen, weil deren Lehre ist Gift. Gift für die Seele. Also ich denke, dass sie schon die gesunde Lehre vertreten, aber die gehen viel zu weit. Die Resa vertritt keine gesunde Lehre, Bruder. Er vermischt viele Sachen. Er hat eine Lehre der Brüderbewegung, aber sie lernen das doch nicht mal so wie er. Er mixt irgendwas. Verstehst du? Guck mal. Er glaubt an die Gnade Gottes. Okay? Sagt er ja. Durch Jesus, durch seine Gerechtigkeit, wenn wir Buße tun, umkehren, Buße tun. Mhm. Glaubt er ja. Mit dem Mund, aber nicht mit den Taten. Weil die Gnade ist langmütig. Jeremy zum Beispiel habe ich auch damals erwarnt. Was ist mit Jeremy damals passiert? Hast du das mitbekommen? Also Jeremy meinst du? Ja, genau. Ja, ich hab mit dem guten Kontakt. Erzähl mal, was ist mit dem damals passiert, mit dem armen jungen Bruder? Und zwar, Jeremy war, sagen wir mal, in der Sekte gewesen. Und zwar war das so gewesen. Viel von euch wissen ja, Jeremy war mal für kurze Zeit in der Psychiatrie gewesen. Ja. Und seitdem sagen die Resaner über ihn, dass Jeremy dämonisch besessen ist, er ist mit einem Dämon versiegelt, er ist abgefallen. Okay. Die Wahrheit ist aber, die haben Jeremy wirklich fertig gemacht. Siehst du? Und die haben sich auch lustig mit seiner Hautfarbe gemacht. Siehst du? Und ich frage dich jetzt, ist das der Geist Christi? Natürlich nicht, nein. Also, von wem sind die? Das sind Teufelskinder, nicht von dem Herrn. Ja. Das sind Teufelskinder. Und Jeremy hat mich damals angeschrieben. Er meinte, Bruder, es tut mir so leid, ich hätte damals auf dich gehört. Ich so, guck mal, ist deine Sache. Ich hab dich gewarnt. So. Und so, danach hat er mir solche Verläufe gezeigt von Resa, wie er den verurteilt hat. Ja, du hast einen Dämon, du hast dies und das, irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber der Arme hat sogar geweint, Bruder. Er hat das nicht mehr verstanden. Wirklich? Krass. Ja, der hat das nicht mehr verstanden. Nee, weil es war ja so gewesen, die Resaner meinten zu mir, ja, Jeremy, der ist dämonisch besessen und so weiter, der mal Geschichte hat. Und ich gebe öffentlich zu, ich habe denen geglaubt und ich habe auch selber gesagt, dass Jeremy dämonisch besessen ist. Ich gebe es zu, ich bin ehrlich. Ja, okay. Aber ich hab von dem Herrn Buße getan und ich habe mich auch bei Jeremy auch entschuldigt, privat. Das ist auch vernünftig, Bruder. Mhm. Das ist auch vernünftig, verstehst du? Aber wie erklärt sich dann das? Guck mal, ich habe damals ein Interview gemacht mit diesem Danny, ne? Ja. Das war ich im Jahr 2018, da war er gerade mal 4 Monate Christ. Mhm. Und dieser Typ ist neu im Glauben, guck, und normalerweise erzählst du ja von Jesus immer, ne? Ja. Weißt du, was er macht? Er geht in Gemeinden, erzählt nur, ja, ich war in der Höhle, Dämonen hier und da, die ganze Zeit. Echt jetzt? Ja, ja. Ja. Wer die Licht, die auch missionieren, weil er Unzucht getrieben hat mit seiner jetzigen Frau, ich weiß es nicht mehr ganz genau, was da vorgefallen ist, die haben ihn verstoßen.
Ey, aber weißt du, was Dennis mir erzählt hat? Und zwar hat er mir erzählt, er war ja bei Werde Licht nach kurz nach seiner Bekehrung. Und zwar haben die ihn in einem dreckigen Wald getauft, in so einem ekelhaften Bach. Und da hat er mal mit dem Pastor geredet und ihn gefragt, ob er ihn liebt. Und da meinte der Pastor, dass er Dennis liebt, aber als seinen Feind. Und bei dem anderen Mal kam ein Obdachloser in die Gemeinde. Und Dennis kam als einziger auf ihn zu, hat sich mit ihm unterhalten, obwohl der Obdachlose sehr gestunken hat. Und da meinten die anderen, ja Dennis, wenn du sowas nochmal tust, dann schließen wir dich aus, weil du zu aufdringlich bist. Genau, weißt du, warum er aufdringlich ist? Warum? Weil der Typ nur redet über Höhle, Dämonen, Finsternis. Und nein, das stimmt nicht. Ich weiß noch ganz genau, was der Bruder mir gesagt hat, den Ältesten. Er hat mir gesagt, nein, der Danny haben wir mehrere Male ermahnt. Er war mit seiner Verlobte, hat er zusammen gewohnt. Ja. Wir haben ihn mehrere Male gemahnt. Er hat mich gehört und deswegen wurde er ausgeschlossen. Deswegen? Das hat er mir nicht erzählt. Ah, verstehe. Deswegen, er soll die Wahrheit sagen. Ja, Dennis ist ein Lügner und ein Heuchler. Das ist so, glaube mir. Das haben die mir gesagt, weil er in der Unzucht gelebt hat. So, und er hat das dann immer wieder so verheimlicht. So, und irgendwann mal hat er das so gesagt, so, und dann haben die gesagt, ey, Moment mal, wir haben die doch gesagt. Und dann wurde er ausgeschlossen. Verstehst du? Ja, verstehe. Werde Licht, die machen ihre Arbeit, die wollen keinen Sauerteig haben und die sagen ganz klar anhand der Bibel, 1, 2, 3 Mal Ermahnung, wenn man nicht hört, Gemeindeausschluss. Genau. Also ich sag mal so, ich... Bruder, jeder, guck mal, jeder von uns hat Sünder. Ja. Ich bin ein Sünder, ich habe Sünden gemacht. Davon sage ich gar nicht. Aber man geht dann auch und tut Buße. Genau. Das ist falsch. Verstehst du? Und ja. Diese Leute hier, diese ganze, dieser Pavlos und diese Leute, die jetzt mit ihnen zusammen... Die wurden alle manipuliert, indem sie gegen mich geschossen haben und gesagt haben, geht weg von dem. Er ist nicht wiedergeboren. Er ist so und so. Ich weiß das doch, Bruder. Mhm. Aber das Problem ist, die können nicht anhand der Bibel widerlegen, weil sie jetzt gerade Angst haben. Keiner kommt von denen. Mhm. Das sind Sekten. Sekten sind immer so. Ob Zeugen Jehovas oder Pierre Vogel im Islam. Nein, redet nicht mit denen. Das sind Sektierer. Verstehst du? Der Vogel hat Angst zu debattieren. Genau wie Reza. Genau so. Solche Sorten sind das. Debattiert nicht mit dem bloß. Keine Aufmerksamkeit schenken. Mhm. Guck mal. Und dann gibt es einige Sachen, was der Reza macht. Mhm. Er schießt zum Beispiel gegen alle Kirchenväter. Ja, also er spricht. Kirchenväter sind so und so, sind so und so, sind. Bruder, das ist falsch. Verstehst du? Guck mal. Ich bin ja auch so ein Mensch, ja. Ich glaube an die Sola Scriptura, was die Bibel sagt, aber es gibt Kirchenväter, die legen die Bibel super aus. Du kannst nicht gegen die schießen, die für ihn gestorben sind und so weiter. Ja, der ist jetzt in der Hölle. Diese einige Kirchenväter, habe ich mal gehört, so, Bruder, die haben für das Evangelium, wurden sie verfolgt und getötet. Während du auf TikTok chillst und dein Chips isst, ja? Wer bist du überhaupt? Wahnsinn. Also, guck mal, was wollte ich gerade sagen? Ja, genau, und zwar, Reza spricht sogar Roger Libby, Werner Gitt, Luther Gassmann und Abdul Memmer das Heil ab. Und er sagt zu Abdul, weil der Abdul hat auf Instagram 3000 Follower, er selber aber folgt niemanden. Und da meint Reza, ja, alleine, dass der Abdul niemanden auf Instagram folgt, zeigt, wie hochmütig er ist. Er hält sich was Besseres. Okay, aber sein Bruder hat doch nie Werbung gemacht für andere Brüder. Und Reza selbst, was ist denn mit ihm? Sind nicht hochmütig? Natürlich. Guck mal, deswegen sage ich dir das. Guck mal, als ich damals Armin interviewt habe, im Jahr, ich weiß gar nicht, wann das war, 2015 oder 2016, ich habe mit denen zusammen gegessen. Guck mal, Armin ist gar nicht so. Armin ist eigentlich das Gegenteil von Reza. Bitte. Aber Armin hat sich befleckt von Reza. Verstehst du? Bruder, ich habe auch ein paar Sachen über Armin gehört, die sind auch widerlich. Ich weiß, aber lass uns nicht mal darüber sprechen. Guck mal. Es geht nur darum, dass Armin hat so viele Abonnenten.
Warum hat da nicht Ali seinen Kanal gepusht? Warum hat er nicht von dem gepusht? Ich verlange das doch nicht mal. Gott ist mein Zeuge, Gott soll mich umbringen. Wenn ich schwören könnte, könnte ich jetzt auf meine Tochter. Ich hab's nicht nötig. Okay? Ich brauche dieses Abonnenten nicht. Gott ist mein Zeuge, wirklich. Ich habe insgesamt fast 12.000 Abonnenten. Ich hätte auch machen können, ich reagiere auf diesen IBK, ich reagiere auf dem. Nein, das brauche ich nicht. Wenn sich einer anschaut, sollte sich einer anschauen. So. Aber warum hat das sein eigener Bruder nicht? Hm. Wenn er gegen Abdul Memler schießt? Ja. Vor allem, ja, da immer der. Guck mal, Amir, guck mal, ich sage dir eine Sache. Guck mal. Auch wenn Amir Sachen getan hat, wir sind ja Menschen, okay? Oh ja. Mit Frauen, dies und das, okay? Aber es muss einen irgendwann mal aufhören. Ich glaube, jetzt weiß ich, deswegen kann ich jetzt nicht urteilen, aber was ich mitbekommen habe, ist nicht in Ordnung. Ist okay, er hat Buße und so weiter. Aber glaub mir, der Amir ist Christ, aber sein Bruder nicht. Also guck mal, bei Amir musst du sagen, guck mal, Amir... Amir muss das sagen, was sein Bruder sagt. Das ist das Problem. Er hat Angst. Guck mal, das Ding ist das so, Schwester Tascha, du hast vollkommen recht, ja, wir sind alle Sünder, auch ich selbst habe mit Sünden zu kämpfen, nur bei Amir ist das Problem, er tut Sünden bewusst, obwohl er ganz genau weiß, dass es falsch ist, aber er macht sie trotzdem weiter. Warte mal, dieser Werder, warte mal, kennst du Amir persönlich so wie ich? Amir war als Christ, ich möchte das gar nicht aussprechen, was du nicht mal, das machen solche, ich will das gar nicht aussprechen, ich möchte seinen Sünden nicht ernennen, Gott vergebe mir. Ich zeige nicht mit nacktem Finger. Versteht mich nicht falsch. Das, was Ami getan hat, das ist unter alle Sau. Und der Ali weiß das. Er soll mir nicht erzählen mit diesen ganzen Frauengeschichten, obwohl man im Glauben war. Guck mal, es geht mir nur darum, wenn ein Mensch jeden verurteilt, dieser Reza, ja, der bist so und so, du bist so und so, du bist so und so. Bruder, verstehst du? Darum geht's mir. Man hängt mit Leuten ab, die Sachen getan haben, die im Glauben waren und Sachen getan haben, was nicht schön ist. Okay, tamam. Jeder fällt mal in Sünde, okay? Der eine hat, Frau ist gefallen, der ist gefallen, aber es muss aufhören. Aber dann heuchel nicht rum und sag nicht, ja, du bist ein unzüchtiger Sohn und so. Genau. Ja, genau. Das ist das Problem. Man sollte, genau. Wenn Reza oder Ami, wenn sie sagen, ja, wir haben diese Sachen getan oder vor allem Amir, ich tu Buße, ich mach das nicht mal, ich heirate. Ist kein Problem, hätte ich nicht mal erwähnt. Ich habe auch Sünden in meinem Leben. Ich bin jetzt verheiratet, bekomme mein zweites Kind. Ja, und guck mal, ich erzähle euch mal eine Geschichte. Guck mal, ich rechtfertige mich nicht, dass ihr sagt, ja, wenn einer glaubt, ich bin kein Christ, Halleluja. Ist mir auch wurscht. Guck mal, ich will euch nur eine Geschichte erzählen. Als ich damals gefallen bin, rumgeheuchelt habe, niemals bewusst, niemals, ich wusste, welchen Plan ich gehen sollte. Das heißt, ich habe die Informationen gesammelt von ISIS-Leute. Ich hatte alles gemacht. Wenn ich meine Geschichte erzähle, und das ist dieser Heuchler Amir, der seinen Mund nicht auftut, obwohl er weiß, was da wirklich abging. Genau. Punkt 1. Ich erzähle dir das jetzt. Mhm. Ich erzähle euch mal meine Geschichte, obwohl ich Statement gemacht habe. Es ist keine Rechtfertigung, ganz klar. Es war blöd, ich war ein Heuchler, ich habe gesündigt. Aber ich habe Buße getan. Guck jetzt. Meine Ex-Frau hat mich betrogen mit einem ISIS-Typen. Wortwörtlich. Okay? Ich komme von Frankfurt und damals hatte ich keinen Pass gehabt. Ich konnte nicht standesamtlich heiraten. Ging nicht. Aber wir waren in der Gemeinde, wurden wir gesegnet. So. Das Problem war, ich hatte keinen Pass. Unmöglich. Ich konnte nicht. So. Als ich dann den Pass bekommen habe, war ich dann quasi in Frankfurt, habe da in zwei Gemeinden gepredigt, bin ich dann nach Hause gekommen und meine Tochter war 6 Monate. Stellt euch das mal vor, 6 Monate. Plötzlich sagte sie ja, ich bin zum Islam konvertiert. Ich denke mir so, hä? Wie? Überleg dir das mal. So. Und ich hatte wirklich vom Herrn, hatte ich immer dieses Gespür, geh weg erstmal von hier. Aber ich habe es nicht kapiert, Bruder. Obwohl der Herr das wirklich wortwörtlich gesagt hat. Und da habe ich damals auch zu einem gesagt, Bruder, ich merke, der Herr will das gar nicht, aber ich habe ein Kind, was soll ich jetzt tun?
ja, bleib noch, ist okay, bald hast du deinen Pass, ist aber ich merke, irgendwas stimmt da nicht. So, der Herr hat mich am Arsch. So, danach ist sie zum Islam gegangen. So, und dann gab es Riesenstreit, Megastreit. Und dann hat sie gesagt, weißt du was, ich werde meine kleine Tochter nehmen und ich werde nach Berlin ziehen mit ihm. Mhm. So, und dann bin ich ausgeflippt. Ja, sind Sachen passiert, die nicht schön sind. So, und danach kam die Polizei, hat mich von da weggetan. Du musst dir vorstellen, ich bin 400 Kilometer von meiner Familie. Da habe ich meine Familie angerufen, die waren schockiert und meinen packen Sachen, kommt zu uns. Mhm. Bin um 2 Uhr Nacht von Norden nach Süden gefahren, 6, 4, 5 Stunden, völlig erschöpft und kaputt, habe die Welt nicht mehr verstanden. Krass, Wahnsinn. Und dann schreibt mich dieser Salafisten an über Facebook, dieser Typ, und sagt, ja, das geschieht dir recht, guck mal, Allah ist allmächtig, wo ist denn dein Gott? Ich werde deine Tochter islamisch erziehen. Amir, muss man sagen, guck mal, ich liebe Amir. Eigentlich tut es mir im Herzen weh, der Herr segne ihn. Amen, amen. Wenn ich so über ihn rede, ich habe ihn trotzdem lieb. Ich meine, das ist nicht böse. Guck. Er hat mich angerufen, Bruder, was ist los? Er hat mich jede Minute angerufen, das muss man sagen. Dann habe ich gesagt, Bruder, ich habe gesagt, ich möchte zu dir, sag mir wann. Er sagt, bald, Bruder, bald. Ich war alleine im Raum, habe Zigaretten genommen, um mich zu beruhigen, habe geraucht wie ein Behinderter. Ich war richtig aggressiv. Du musst dir vorstellen, ich komme aus einer albanischen Familie, mein Stolz ist richtig gebrochen, richtig fleischig, durch und durch. Der ruft mich an, der ruft mich an. Keine Chance. Keine Chance. Ich habe nur Gewalt gesehen in dem Moment. Ich war richtig sauer. Hab nicht geschlafen. Nur damit er mich versteht, wie sich das anfühlt. Die schreiben die ganze Zeit. Und dann sehe ich, dass die mit diesem Ramazan ein Video macht. Ja, Ilya Nathani, so und so. Ich denke mir so, was? Obwohl ich so kaputt war, macht sie noch mit diesem Ramazan ein Video. Vor 6 Jahren. Ich war schockiert. Und dann war für mich am Ende, will ich jetzt nicht alles sagen, dann habe ich zu diesen Tschetschenen gesagt, pass auf, ich komme jetzt nach Berlin. Wir machen das jetzt. Die ganze Familie, die aus einer, will ich nicht sagen, wir sind nach Berlin gefahren, am Kreuzberg, bei diesen Arabern waren so, arabische Leute waren da, Tschetschenen. So, und dann sind die, meine Familie mit, ich weiß gar nicht, mit auf jeden Fall viele Leute. Und dann haben wir denen gesagt, entweder du entschuldigst dich, dass du meine Mutter beleidigt hast und dass du meine Tochter nehmen willst, misch dich da nicht ein. Ja? Oder es wird hier beendet werden. So. Der einzige Christ, den ich namentlich jetzt erwähnen werde, ist der Alex. Der hat sich in der Mitte gestellt und sagt, mach. Ich will jetzt nicht alles sagen. Und der Giuseppe Jesaja. Die haben mich gezogen. Dann hat meine Familie das geklärt. Der Typ hat sich entschuldigt und meint, es wird nicht mal wiederkommen. Das waren Salafisten. Und die haben damit nicht gerechnet. Am Samstag hat er mich beleidigt. Ich ficke so und so, TikTok sportlich. Und ich werde eine Tochter islamisch erziehen. Der Ami wusste das. Ich habe gesagt, Ami, guck mal, wir sind gerade in Berlin, dies, das, lass mich zu dir. Was hat der Typ gemacht? Ja, bald. Natürlich tat das Ami weh. Das weiß ich. Er war fix und fertig an diesem Tag. Aber Bruder, du hättest zu mir kommen sollen und mich in den Hand nehmen sollen und komm. Wir gehen was essen. Wir machen das. Bleib nicht zu Hause allein im Raum. Ist das korrekt? Ja, absolut, definitiv. Und jetzt guck. Danach habe ich gebetet. Ich habe gesagt, Herr, ich bin fix und fertig. Ich habe bestimmt 7 Anzeigen in einer Woche gehabt. 7 Anzeigen. Habe meine Tochter habe ich mich mit der Polizei eingelegt. Dann wollten die mich in Haft tun. Ja, Katastrophe, wirklich Katastrophe. Dann irgendwann habe ich gesagt, Herr, ich kann nicht mehr. Bitte tut was. Und weißt du, was dann passiert ist? Ich habe gesagt, Herr Jesus, ich habe so für dich verkündigt, habe so viel für dich getan. Wo bist du jetzt? Und ich habe wirklich viel getan. Ich möchte nicht sagen, aber ich habe wirklich, der Ami weiß das, immer auf der Straße gepredigt, habe immer verteilt, immer Wochenende. Und dann habe ich mich kurz hingelegt und dann habe ich ein Licht gesehen. Der Herr ist mein Zeuge, er soll mich jetzt umbringen.
Wenn ich jetzt euch anlüge, er sagte zu mir, ich liebe dich. Auch mich haben sie alleine gelassen. Aber ich bin gegangen, damit du nicht alleine bist. Ich werde mich rächen, sagt er. Gott ist mein Zeuge. Amen, amen. Und dann habe ich den Giuseppe angerufen. Ich habe gesagt, Bruder, irgendwas wird der Herr tun. Er sagt, ja, Bruder, bleib jetzt ruhig. Lass es jetzt, du hast so viel Anzeigen. Der saß, wenn die Sache in Haft, lass es jetzt. Ich so, okay. Nach 6 Monaten höre ich, dass dieser Cicini mich beleidigt hat, ist plötzlich gestorben. Was? Gestorben? Der Army weiß das sogar. Wow, wieso ist er gestorben, wenn ich fragen darf? Weil er den Namen des Herrn, weil er mich als Hurensohn und gesagt hat, wo ist dein Gott jetzt? Wo ist jetzt dein Jesus? So. Und ich habe nur gesagt, Herr, räche mich. Ich habe nur gesagt, räche mich, habe ich nur gesagt. Mhm. Und dann ist es passiert. Oha. Aber weißt du, woran er gestorben ist, wenn ich fragen darf? So wie ich gehört habe, angeblich ist er geschwommen oder so. Und der ist dann ertrunken. Wow, das ist ja krass. So, und jetzt guck. Danach wusste ich nicht, wie ich das machen sollte. Ich war voll am Zweifeln. Ich habe meine Tochter, ich will meine Tochter haben. Weil ich habe gesagt, Herr, entweder gibst du mir meine Tochter oder ich werde diesen Typen kalt machen. Endstufe. Ich beende sein Leben. Meine Familie war richtig außen vor. Es ist egal, ob er dieser Typ Tschetschene war oder sonst was. Ist scheißegal. Kriegszustand. Guck jetzt. Und danach bin ich gefallen. Ich so, Herr, ich will nicht. Und dann habe ich nicht mal gebetet. Ich war sauer. Und dann habe ich mir einen Plan geschmiedet. Pass auf, ich muss, weil ich habe alles geschickt, die Polizei, die Stars, die haben mir das nicht geglaubt. Auf Instagram postet sie, ja, Alhamdulillah, ISIS und Pipapo, der Staat. Ich denke mir so, was? Ich habe nicht verstanden. Beim Jugendamt habe ich den Gericht eingeschaltet. Das Jugendamt hat mir nicht geglaubt. Dann habe ich gesagt, weißt du was? Ich sammle jetzt einfach Informationen. Habe alles gespielt und ich wollte damals diesen Ramazan, damit der glaubt, okay, er ist jetzt Muslim, aber ich war nicht Muslim im März, Monat. Ich hatte aus Panik, aus Angst. Ich war niemals Muslim, nie. Ich habe gesagt, ich will nur diesen Ramazan packen. Weil damals hat er Berlin verlassen. Ich will nur zu ihm kommen und dann wird er sehen. So habe ich mir gedacht. Und danach ist was passiert. Dann gab es dieses Video, dann gab es das. Dann haben Brüder mich gesagt, ey, was machst du da? Bist du behindert, dies und das? Was soll das? Du kannst nicht den Herrn so und so. Aber guck mal, die Leute, wenn sich das Video nochmal anschauen, ich habe nicht den Heiligen Geist verleugnet. Ich habe nicht gesagt, der Heilige Geist ist von so und so bösartig. Habe ich nicht gesagt. Das wird er natürlich lassen. Habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, nee, Jesus ist nicht gekreuzigt, ich bin Muslim, okay. Aber das tat mir richtig weh, weil ich war in Panik. Und danach habe ich alle Informationen. Dann gab es ein Gerichtsverfahren, das hat 2 Jahre gedauert. Ich war so ein paar Wochen Muslim, so quasi, ja. Aber war nicht in der Moschee, war nicht. Ich wollte nur zu Ramazan. So, ich wollte den einfach kalt machen. Und danach gab es ein Gerichtsverfahren und guck mal, wie der Herr danach am Ende gehandelt hat. Ich habe jetzt das ganze Sorgerecht komplett für meine Tochter. Mittlerweile ist jetzt meine Tochter wird sie 7 und da, wo das passiert war, sie war 8 Monate. Halleluja. Und guck jetzt, ich habe das ganze Sorgerecht bekommen. Das Gericht hat mir alles zugesprochen. Und guck mal, wie der Herr am Ende gehandelt hat. Ich will dir das nur sagen. Sie geht im Gericht, sie bleibt sitzen mit komplett verschleiert und sagt, Allah wird sie richten. Ja, Allah wird sie richten, sie sind nicht mein Richter. So sagt sie. Da sagt der Richter, wollen sie ein geteiltes Sorgerecht haben, ja oder nein? Das Offen- und das Bestimmungsrecht bei ihren Vater kommt. Allah wird sie richten. Und dann hat der Richter gesagt, guck mal, hier geht es nicht um Allah, sagt er, es geht jetzt um ihre Tochter. Und dann hat er gesagt, wissen Sie was? Und hat noch meinen Anwalt beleidigt. Sie fährt da, Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Der Richter kommt, sie bleibt sitzen, kein Respekt, nichts. Der Richter hat gesagt, wissen Sie was? Das ganze Sorgerecht wird jetzt hiermit übergeben an diesen Person, also an ihren Vater. Das war's. Ich habe das ganze Sorgerecht, war 2-3 Jahre lang alleinerziehend, habe mich selber um meine Tochter gekümmert, habe alles gemacht für sie, die hat mich gesegnet und ich habe eine Frau,
Ich habe geheiratet, standesamtlich. Ich bekomme nächsten Monat einen Sohn. Alles hat der Herr gegeben. Wirklich mehr als das genug. Der hat mir alles gegeben. So. Und ich bin Gott dankbar. Ja. Und was passiert jetzt, was Gott mich gesegnet hat? Warum schießt dieser Reza gegen mich und sagt, er ist niemals ein Christ? Wie kann Gott dir alles am Ende geben, wenn ich das erfahren habe? Wie kannst du jemand sagen, der Typ ist vom Teufel und so weiter? Wie kannst du sowas sagen? Halleluja. Als ich Buße getan habe, ich habe das bereut, ich war demütigt, bin in der Öffentlichkeit gegangen, auf YouTube, habe gesagt, das war falsch, das war auch falsch. Der hätte das auch so machen können. Völlig unnötig. Aber ich war im Fleisch, ich wollte Ramazan haben. Weil dieser Typ ist abgehauen. Zum Glück, ich war jetzt in Haft. Jeden einzelnen Worten hätten wir erwischt. Bruder, bei uns Albaner ist das so, ich bin Christ, ja, aber meine Familie sind ausgerastet. Die haben mich gesehen, wie kaputt ich war. Verstehst du, da geht es nicht mehr darum, um Dialog oder sonst was. Da geht es um Blut. Du spielst mit unser Blut? Und es war auch in dem Moment egal, ob du in Haft kommst bei uns in der Familie. Hauptsache, er ist weg. Mhm. Verstehst du? Mhm. Aber nein, ist nicht richtig. Gott hat alles gut gemacht. Vertrau auf den Herrn. Was will ich euch damit sagen? Egal, wie schwierig deine Situation ist, vertrau auf den Herrn. Amen, Amen, Halleluja. Immer, immer auf den Herrn vertrauen, denn er sorgt sich. Nehmt euch kein Beispiel an mir. Ich war ein Heuchler. Ich habe geheuchelt. Moslem, was für Moslem? Ich habe immer den Islam gehasst. In diesem Zeitpunkt. Ich hasse den Islam. Was für Islam. Aber ich wollte diesen Typen haben. Ich war so wütend. Ich so, Herr, gib mir diesen Ramazan jetzt hier. Aber ich bin da. Er soll hinkommen, verstehst du? Ja, verstehe. Und wie viele Salafisten habe ich privat angeschaut? Ja, komm, ich bin überall. Ja, wo bist du? Komm. Keiner ist gekommen. Verstehst du, was ich dir damit sagen möchte? Das war nicht leicht für mich, ich war kaputt und der Army weiß das doch. Mhm. Ja, aber Hebräer 6,4,4, du hast so jetzt den Herrn verleugnet und dies und das. Bruder, den Herrn zu verleugnen ist, wenn du bewusst was machst. Wenn du sagst, ja, ich glaube an diese Lehre jetzt, ich glaube an den Islam, bewusst. Mhm. Ich glaube daran. Mhm. Das ist natürlich Hebräer 6. Aber der Hebräer 6, so wie dieser Danny sagt, spricht dir anscheinend nicht wiedergeborene. Also war ich in dem Moment ja nicht wiedergeboren. So sagen die ja. Also in dem Moment, also laut deren Logik müsstest du zu dem Zeitpunkt teilhaftig gewesen sein. Genau, und Petrus war ja auch nicht teilhaftig. Der hat den Herrn ja auch verleugnet. Verstehst du, diese Auslegung ist blöd. Die Hebräer 6 spricht bewusst. Bewusste Entscheidung gegen den Herrn. Bewusst. Du kannst nicht als Wiedergeborener bewusst in eine andere Lehre gehen. Das geht gar nicht. Der Heilige Geist zieht dich wieder. Der verlorene Sohn, der Vater schaut auf den verlorenen Sohn. Ah, hier schreibt einer, du bist abgefallen. Ja, ist ja nicht schlimm. Ist ja gar kein Problem. Das heißt ja, wenn er meint, ich bin abgefallen, warum rede ich dann über den Herrn? Mhm. Jemand, der abgefallen ist, der redet nicht über den Herrn. Er geht in der Welt, so wie Reza. Mhm. Guck mal, ja, ich glaube, dieser Typ hat den Vortrag gar nicht angeschaut. Petrus hat den Herrn von den Ausländern Heiligen Geist verleugnet. Ja, richtig, weil er nicht versiegelt war. Und Hebräer 6,4 spricht auch nicht von der Versiegelung. Also sprichst du gerade Petrus das Heil ab. Checkst du das nicht? Lern erstmal die Bibel richtig kennen. Dann komm doch hoch, guck mal, du hast doch Abonnenten. Komm bitte hoch und wir führen das Gespräch. Kein Problem. Genau, Primo-Tipps 77. Richtig, Bruder. Der hat's kapiert. Petrus wäre dann auch abgefallen, weil er auch nicht versiegelt war. Checkt ihr diese Auslegung nicht, dass es Widersprüchlichkeit hervorhebt? Also, aber, Ilia, könntest du das mir bitte mit Petrus besser erklären? Ja, guck mal, Bruder. Petrus, weil die sagen ja, Petrus war nicht versiegelt, korrekt? Da, wo er den Herrn dreimal verleugnet hat. Genau, richtig? Genau. Okay. Und dieser Danny und Reza sagen, Hebräer 6, Vers 4 spricht er auch nicht die Leute an, die versiegelt sind. Mhm. Und dann sagen die, ich war auch nicht versiegelt. Deswegen bin ich nicht wiedergeboren. Korrekt? Genau. Ja.
Okay, das heißt, Petrus, laut deren Logik, ist auch abgefallen. Er hat auch keinen Raum mehr zu bußen. Genau. Aber die sagen ja, das war damals noch im alten Bund. Aha, aber stopp. Spielt keine Rolle. Der hat Jesus gesehen, er hat seine Wunderwerke erlebt. Hebräer 6, Vers 4, was sagt er? Die haben sein Wunder gesehen. Die haben alles, was der Herr gesagt und getan, haben die gesehen. Genau. Die haben an ihn geglaubt und haben es geschmeckt. Natürlich spricht das Petrus auch an. Mhm. Das heißt, wenn die das so sagen, ja, was ist dann passiert? Die verleugnen dann damit Petrus und verdammten, weil er nicht versiegelt war. So, in der Apostelgeschichte war er versiegelt. Korrekt? Genau. Aber das spricht doch nicht Hebräer 6, Vers 4 an. Mhm. Das spricht doch dann am Ende auch nicht Petrus an. Und ich spricht das auch nicht an. Weil ich versiegelt war, habe ich Buße getan. Bin ich umgekehrt. Und ich war unbewusst. Kann ich dir das ganz kurz sagen? Ja. Yeah. André, mein Lieber, ich bin kein Teufelskind, ich bin ein Kind Gottes und ich sag dir, verlass diese Sekte, auch du bist leider manipuliert worden. Ich sag's ganz offen. Also guck mal, du kleiner Satanskind, wenn du nicht hochkommen willst, dann... Schick doch Anfrage, komm, wir reden darüber. Wir wollen wissen, wie Reza, dein Lehrer, dir das quasi beigebracht hat. Komm mal hoch. Der Typ heißt Entlarvt TV, aber der heißt eigentlich André. Schick eine Anfrage. Warte, ich muss kurz die Kerze anmachen. Ja, kein Problem, schick einfach eine Anfrage. André, du nennst mich ein Teufelskind, ne? Wieso bin ich denn ein Teufelskind? Wieso denn? Das ist ja das Problem. Er sagt ja, danach hat er den Heiligen Geist empfangen. Kann er doch gar nicht. Laut Hebräer 6, Vers 4 ist doch unmöglich. Checkst du? Der Typ ist ja Katastrophe. Nein, Bruder, es ist wirklich ein Riesenproblem in dieser Sache. Die Leute widersprechen, die widersprechen das einfach. Er sagt, ja, aber gut. Danach wurde er versiegelt und danach hat er nicht mehr den Herrn verleugnet. Ach du Schlaumeier. Nee, also das Ding ist ja so, gerade Dennis, was mir bei ihm schon länger halt aufgefallen ist, warte mal, bist du hetero? Du hörst dich der Rainbow an. Was? Guck mal, Reza, guck mal, das ist typisch Reza. Dann wollt ihr einen vernünftigen Dialog führen, dann kommt hoch. Wenn ihr aber hier seid und Leute beleidigt, dann bitte ich euch ganz höflich, geht raus. Ist das eine Beleidigung gegen mich oder was soll denn das? Ja, natürlich, die beleidigen dich ja. Also, was ich gerade sagen wollte, ja, bei Dennis, Du siehst ja deren Früchte von Reza Clan. Genau, ja. Du siehst ja, also man muss nichts sagen, die präsentieren das auf, die reservieren das auf den Teller. Die wurden so, deren Jesus ist ja Reza selber. Die haben kein Gottesfurcht, nichts, weil sie selber nicht die Bibel lesen. Der Typ widerspricht sich auch gerade. Ja, Petrus hat ihn verleugnet. Nach Hebräer 6, Vers 4 könnte er auch nicht den Heiligen Geist empfangen. Mhm. Ist doch unmöglich. Also ich bitte dich, mach nicht den Herrn oder wie heißt der? Dieser Reza hat doch gesagt, Okkultisten und so weiter können doch niemals mehr zum Glauben finden, korrekt? Nee, und zwar die Rezaner sagen, Freimaurer der blauen Loge können sich noch bekehren, aber die der roten Loge angehören, können sich nicht mehr bekehren, weil die involviert eingeweiht und erleuchtet sind. Ja, klar, die haben immer ihre Ausreden. Ja, aber. Wir haben immer ihre Ausreden. Ja, deswegen hat Dr. Danny gesagt, ich habe meine Seele verkauft mit Blut und dies und das. Guck mal. Danny muss doch merken, dass dieser Reza sich doch widerspricht. Aber er merkt das gar nicht, weil er so in seinem Wahn ist. Ja, ich weiß nicht, ob er das für Klickzahlen, weil er Anerkennung sucht. Weiß ich nicht. Das ist einfach nur Milchtrinker.
TikTok-Kinder, die sich hier auf TikTok rumtreiben und irgendwelche Irrlehre verbreiten. Ich mache das ja nicht, um die schlecht zu reden. Ich mache das eigentlich nur zur Liebe zu denen und warne die. Verstehst du? Ich will ja kein Guru spielen, aber redet da nicht über mich. Wenn ihr dann sagt, ja, schenkt mir, wenn Reza sagt, ja, schenk ihm keine Aufmerksamkeit. Was redest du? Und jemand, der nicht Buße tut, ja, und wenn ich über den Herrn erzähle, Jesus, der Römerbrief sagt, du, es ist unmöglich, wer nicht den Heiligen Geist hat, dass er sagt, Herr Jesus oder Vater. Verstehst du, ohne den Heiligen Geist kannst du das doch nicht sagen. Verstehst du? Mhm. Und Hebräer 6, Vers 4 sind die Leute, die das nicht sagen wollen. Die werden auch kein Buße tun. Mhm. Die sind bewusst, das ist bewusste Abkehr. Bewusst, wenn du dich für eine Lehre entscheidest, dann bist du weg. Nee, also es bringt nichts, wenn du jetzt mit denen redest, weil, guck mal, zum Beispiel auch der Angelo auch sehr, sehr manipuliert worden. Ja, ja, ich weiß noch, guck mal, auch damals dieser Pavlos und wie diese Mischlinge auch heißen. Der Pavlos, da heißt der Angelo in echt. Ach, okay, guck mal. Diese Leute haben mich vor ein paar Monaten geschrieben, hey, kannst du mir helfen? Wegen sowas, dies, das, habe ich immer geholfen. Ja, und danach hört man, die sind alle zur Reise gegangen und ich wusste das. Und dann schießen die gegen mich. Digga, ich habe doch niemandem was getan, lass mich einfach in Ruhe. Ja, wenn ich eine Irrlehre verbreite, dann komm zu mir und ermahne mich und sag es. Mhm. Aber lässt er doch nicht, verstehst du? Ich kann doch auch nicht sagen jetzt, ja, der Ami ist jetzt kein Christ, weil er das und das und das getan hat. Laut Reza wäre doch Ami jetzt ein Teufelskind. Verstehst du? Ja, gerade bei Ami ist es ja so, er weiß ganz genau, dass sein Bruder zu weit geht, nur er traut sich nicht, was zu sagen. Er sagt zu einem 8-jähriges Kind, TikTok sportlich, was vergewaltigt worden ist. Er sagt, dass sie jetzt in der Höhle ist und zum Glück, sagt er, ist sie gestorben, weil sonst wäre sie eine Prostituierte geworden. Das sagt dieser Reza. Ja, ich hab Screenshots gesehen, das ist so krank. Verstehst du? Das ist, da fragt man sich, welchen Geist ist in ihm? Ja, also. Ich ermahne euch, dieser Typ ist wirklich Katastrophe. Sehr gefährlich. Also bitte Leute, haltet euch alle von Reza Arapu fern. Dieser Mann ist ein sehr gefährlicher Sektenführer. Ja, natürlich. Natürlich. Und guck mal, das Schlimmste ist, ich habe damals Danny immer unterstützt. Ich war in Hamburg, wir haben zusammen gegessen. Ich habe das Interview geführt mit dem. Ich habe ihn niemals verstoßen. Mhm. Am Ende so sehe ich, er schießt gegen mich. Ich denke so, warum? Was ist los? Mhm. Und dann habe ich schon gecheckt, so, ah, der ist wieder mit Reza. Mhm. Ja? Ja, der Ami ist nicht so, aber der hört leider auf seinen Bruder. Warte mal, das ist einfach Katastrophe, dieser Typ. Also ich habe so einiges hier. Aber wie gesagt, die Verläufe kann man sich auf jeden Fall anschauen. Habe ich auch gepostet gehabt. Wirklich sehr, sehr, sehr gefährlich. Wer ist das denn jetzt? Guck mal, ich sag mal so, an sich sind dort die Leute schon nett, aber die lassen sich ja von Reza beeinflussen, manipulieren. Ja, ja, ich weiß. Gottes Segen, mein Lieber. Nur ganz kurz, ich habe von Elia jetzt die Geschichte gehört, die hat mich damals auch geprägt quasi. Als Christ war ich sehr enttäuscht, ne? Da muss ich auch ehrlich sein. Aber ich bin extrem stolz jetzt, dass das Ganze auf Positive, das Gott gewendet hat. Und ich freue mich wirklich für dich. Damals haben wir wirklich jede Video, jede Debatte über die Muslimen geschaut und da haben wir gesehen, dass dadurch Gott führt in dieser Sache. Ja. Und danach, weißt du, das war große Enttäuschung für uns. Ja. Aber ich sag ganz ehrlich, wir Menschen, wir sind verletzlich, wir sind fleischlich, auch wenn wir manchmal
hundertprozentig geistlich werden wollen. Es geht nicht manchmal, aber Gott weiß das. Und ich bin wirklich jetzt glücklich, dass du alles in seinem positiven Aspekt jetzt ist und keiner kann jetzt gegen dich schießen, ne? Nö, also wie gesagt, der hat alles so gemacht, dass ich eine wunderschöne Frau habe, ich bin verheiratet, habe bekommen ein zweites Kind. Alles hat der Herr das Doppelte zurückgegeben, komplett. Ja, ich habe jetzt gehört und ich habe mich wirklich gefreut über diese ganze Geschichte, was du erzählt hast. Das ist richtig nice, Gott sei Dank. Also ja. Jesus ist wirklich wunderbar. Manchmal, wo wir halt nicht glauben, dass was passiert wird, erst dann passiert was. Und ich freue mich überall, wenn ich so von Brüder, Schwester höre, wie Gott alles von menschlichen Auge, wenn du siehst, das ist alles schlecht, es gibt keine Hoffnung und dann kommt Jesus und dann, das ist unsere Stärke. Und ich will für die ganze Thema, ich weiß jetzt, ich will mich nicht zu viel einmischen, aber schau, wir können Reza vergessen, wir können alle vergessen, was sie schreiben, was sie sagen. Es ist wichtig, dass wir Jesus seine Liebe prägen und zeigen, weil das nutzt keiner. Ich weiß, Reza ist auch menschlich, wir machen Fehler, Bruder. Aber Bruder, ist es ein Unterschied, wenn jemand seinen Fehler nicht einsieht, mit diesen Leuten, mit diesen Reza kannst du gar nicht reden. Er ist hochmütig, er lässt sich nichts sagen, nicht mal von Ältesten, der Typ ist nicht in dem Herrn. Da sage ich, ich betone das wirklich und ich markiere das auch. Weißt du, hat nichts mit dir. Es reicht nicht aus zum Glauben, Jesus ist Gott, aber seine Werke sind nicht danach. Wir können beten für ihn, Gott kann Wunder machen, ne? Das, ich schließe ihn nicht ab. Der ist ein Bruder, wie gesagt, Amir ist auch ein Bruder, also ich bin froh, dass es euch gibt, ne? Stell dir vor, ohne euch im deutschsprachigen Raum ist ganz. Bruder, guck mal, die Leute kommen zum Glauben, aber was haben wir denen gemacht, ist Psychiatrie. Ist Psychiatrieanstalt. Das darfst du nicht vergessen, jemanden zum Glauben zu führen, da musst du den auch so begleiten, dass er im Glauben bleibt und nicht vom Glauben abkehrt. Und das hat er getan. Wie viele sind durch ihn abgefallen? André, du bist verblendet worden. André, bitte verlass diese Sekte, komm da raus. Dresa hat dich dermaßen manipuliert. Natürlich, er hat ihn richtig manipuliert. Also, wie gesagt, ist seine Sache. Von einem Christen sollte man sowas nicht hören, dass ein achtjähriges Kind in der Hölle ist. Und guck mal, was er noch schreibt. Dieses Kind wäre später eine Prostituierte geworden, der Mensch AIDS gegeben hätte oder Schlimmeres. Siehst du das? Er ist froh darüber, dass dieses Kind gestorben ist. So ein ekelhafter Mann ist das, so krank. Ist das noch euer Guru Reza? Hat das was mit dem Herrn zu tun? Dass man sich freut, dass dieses Kind gestorben ist? Das Kind wäre später eine Prostituierte geworden, der Menschen AIDS gegeben hätte oder Schlimmeres. Alter, so ekelhafter Typ. Verstehst du? Wie gesagt, Brüder, ich verlasse. Das hat nichts, Gottes Segen, mein Bruder, das hat nichts mit dem Herrn zu tun. Gar nichts. Das ist widerlich, das ist Widerspenstigkeit. Das sind nicht die Früchte des Heiligen Geistes. Und wie viele Brüder haben ihn ermahnt? Er hat sich von nichts sagen lassen. Von gar nichts. Er ist sein eigener Herr. Er hat keine Gemeinde, er ist sein eigener Herr. Und das ist gefährlich. Wenn jemand sein eigener Herr ist, hat nicht Jesus. Er lässt sich nicht mal sagen, was auch von Jesus wurde. Seine Früchte sind immer noch so wie von früher. Woher seine Lehre nimmt, er nimmt zum Beispiel von Rudolf Eberzhäuser. Aber ich habe ja mit dem Rudolf Eberzhäuser privaten Kontakt. Er sagt selber, was dieser Typ da lehrt, das hat er niemals gesagt. Er bastelt sich etwas zurecht, er baut seine eigene Gemeinde. Weil er sagt ja, alle Gemeinden sind ja Laodicea. Ja, also der Reza sagt ja auch, man sollte in gar keine Gemeinde gehen. Aber da gibt es so Brüdergemeinden, die sind noch biblisch. Ja, genau, es gibt einige Gemeinden, die eine gesunde Lehre vertreten. Aber er ist derjenige, er braucht keine Gemeinde. Er weiß, hat er gesagt. Oder weißt du mal, was ein Resaner mal gesagt hat? Ein Resaner? Leute, haltet euch fest. Und zwar hat ein Resaner gesagt, keiner hat den Heiligen Geist so wie Reza. Und ein anderer Resaner hat mal gesagt, Reza sollte mal seine eigene Bibel veröffentlichen. Ohne Spaß.
Wirklich. Es gibt Zeugen. Es gibt Zeugen. Wirklich? Hat er das wirklich gesagt? Das waren zwei Leute. Das ist, wenn man Menschen verflucht, ist derjenige, der auf Menschen vertraut und nicht auf Gott. Ey, das ist so krank. Keiner hat einen Heiligen Geist so wie Reza. Was ist denn das? Wahnsinn, oder? Ja, genau, Barbie. Wie Nature 23, genau. Und dann noch, Reza-Bibel. Einer, der noch nicht mal Hebräisch kann. Hat er das echt gesagt? Also haben die das wirklich gesagt? Das ist ja, der hat gesagt, keiner hat den Heiligen Geist so wie Reza. Und ein anderer hat gesagt, Reza sollte seine eigene Bibel rausbringen. Und wie soll die Bibel dann heißen? Reza-Bibel oder was? Ja, hier, Reza-Bibel Illuminati-Aufklärung. Oh Mann. Was man alles hier hört, das ist doch echt der Wahnsinn. Das ist doch nicht mal normal, Bruder, oder? Mhm. Oh Mann, ey, das ist wirklich wie ein Kindergartenclub. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Mhm. Ja, das ist natürlich, wo man sich immer wieder fragen muss, warum vertrauen Menschen so viel auf eine Person? Ja, ja. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Krass. So, und jeder, der denkt, dass es fake ist, geht bitte zu Reza und fragt ihn das, ob er das wirklich gepostet hat. Geht mal hin. Die Leute, die jetzt bei Reza Clan sind, geht hin und fragt ihn, hast du das wirklich geschrieben, dass ein Achtjähriger in der Hölle kommen wird und es ist gut, dass sie gestorben ist. Wer weiß, was danach passiert wäre. Sagen die auch, wenn jetzt eine Frau TikTok sportlich von einem Mann wird, dann ist es womöglich vom Herrn eine Züchtigung. Nochmal was? Und zwar sagen die auch, wenn eine Frau TikTok sportlich von einem Mann wird, dann ist es womöglich eine Züchtigung vom Herrn. Genau, habe ich auch schon gehört. Ja. Ja, ja. Ja, ja, deswegen, also diese Früchte dahinter sind alles irgendwie Katastrophe. Ich muss kurz mal die Katzen füttern. Also wie gesagt, die Christen können gerne hochkommen. Ich werde danach 10 Minuten offline gehen. Ich würde gerne jede Frage stellen. Und ich werde dann ein bisschen von TikTok ein bisschen pausieren. Leider ist dieser Reza und wie die auch alle heißen, die halten sich ja natürlich was für Besseres. Aber merkt ihr denn nicht, ihr, die Leute, die bei der Reza-Clan sind, ja, ich habe Babykatzen. Warum kommen die nicht, um mit mir zu reden? Ja. Wenn die ein Christ, okay. Aber ich glaube, dein Stream wurde gerade gemeldet. Wie bitte? Ich glaube, dein Stream wurde gemeldet. Right? Nö, ich habe bis jetzt keine Meldung erhalten. Ich hab versucht, einen Kommentar zu finden, es geht aber nicht. Was ist denn? Ja. Ja, immer nur lästern, aber mit Leuten reden wollen die nicht. Ich habe in meinem Leben, als ich mir solche Debatten angeschaut habe, jetzt bei aller Liebe, ne? Ja. Der Reza manchmal mit diesen Muslimen debattiert, das ist ja Katastrophe. Der weiß ja gar nichts. Er philosophiert ja rum. So. Seit wann bist du im Glauben, Bruder? Ich jetzt schon seit einigen Jahren. Okay. Also ich habe mich vor 7 Jahren taufen lassen.
Aber ich sag mal so, ich war sehr lange Zeit lauwarm gewesen, aber nach und nach bin ich dem Herrn näher gekommen. Schön. Okay. So. Ich gebe da mal ein bisschen Milch hier. Ja. Also der Reza würde sagen, er muss aufpassen. Er glaubt tatsächlich, ach man, Gott segne ihn, wo. Der Typ tut mir echt leid, wenn er vor dem Herrn steht. Ja, weil guck mal, Herr Jesus wird ihn fragen, warum hast du mein Kind und das Heil abgesprochen? Warum hast du sie in die Hölle geschickt? Wie gesagt, er ist auch ein Prophet, der hat ja quasi entschieden, sonst hätte sie AIDS bekommen. Das ist auch eine Prophezeiung. Der Typ ist echt der Wahnsinn. Aber mir tun echt Leute dort leid, die sind so manipuliert worden. Ja. Oh Mann. So, wenn er da ist. Ich danke dem Herrn wirklich sehr dafür. Nicht 27 Mal. Ich bin nur einmal bin ich vom Gottes Segen. Gottes Segen. Steinküsser, tschüss. Bitteschön. So, ich habe eine Frage. Was habt ihr genau gegen Reza und Pavlos und Danny? Was habt ihr genau gegen die? Das habe ich nicht so ganz genau. Guck mal, wir haben schon fast eineinhalb Stunden haben wir gestreamt. Vielleicht hat das jemand aufgenommen und dann kannst du dir das alles anschauen. Weil das ist ein bisschen zu anstrengend, das alles wieder zu wiederholen. Nee, du kannst hier verkürzen, da kannst du kurz ein paar Sachen sagen. Wir kennen ja Reza und Daniel Paolo oder so. Ich kenne keiner, der Probleme hat. Also nur zur Zeit haben richtig viele Probleme mit der. Also verstehe ich halt nicht, ne? Das sind ja alle Kinder Gottes. Okay, sollen wir das mal anhand der Schrift prüfen, ob der Reza ein Kind Gottes ist? Ja, können wir gerne machen. Okay. Guck mal, der Reza, ich weiß nicht, wie lange kennst du Reza? Kennst du den persönlich oder nur vom Internet? Vom Internet auch persönlich noch. Okay, guck mal. Ich kenne Reza auch persönlich, ja? Dieser Reza spricht den Leuten komplett das Heil ab, wenn man nicht nach seiner Nase tanzt, was er sagt. 100%. So, und das hat, und zweitens beschäftigt er sich nur mit Finsternis, mit Vierecken, Dreiecken und hier und so weiter. So viele seiner Auslegung, ja, haben dazu geführt, dass viele Geschwister abgefallen sind. Wegen seiner Art. Weil sie ihm vertraut haben. Verstehst du? Was meinst du genau mit abgefallen? Indem er einfach quasi sagt, ihr habt jetzt keine Möglichkeit mehr zu Buße zu tun, ihr habt das und das gemacht und pipapo. Verstehst du? Und das ist nicht richtig. Aber so, das stimmt gar nicht, was du jetzt genau erzählst, ne, dass viele Geschwister wegen ihm halt, er macht ja halt, lange kennst du den recherchiert auch halt, ne? Ja, sehr viele Sachen, Illuminati und so, das ist ja sehr interessant auch. Der will uns halt zeigen, dass sehr viele Leute halt. Ja, aber nicht 24 Stunden. Ja, weil macht er das denn bitte 24 Stunden? Hör mir zu, wenn Reza sagt, ohne mich würdet ihr nicht von der Finsternis wissen. Mhm. Er stellt sich. Wo sagt er das genau? Es gibt einen Beweis. Ich habe so viele Beweise, Screenshots. Schau einfach auf meine Seite. Ja, weil, Bruder, guck mal, das Ding ist ja so, was jetzt übrigens die Illuminati Aufklärungsarbeit angeht, ein anderer Bruder hat mir erzählt, dass Reza die Illuminati-Arbeit ja nur kopiert hat. Vom englischen Reza Bereich. Scheicht, du kommst aus Essen, glaube ich, ist richtig, glaube ich, oder? Nein. So, weil ich dachte, ich habe, glaube ich, schon ein Video einmal von dir gesehen. Dann war das Falsche. Das ist ja gut. Ja, ja, ich habe zwei Videos gegen die Resaner gemacht. Mhm. Lies mal bitte. Ich zeig dir jetzt nur harmlose Sachen. Lies mal. Der Jesus hat das größte Geheimnis der Welt durch mich entschlüsselt. Alle anderen sind nix Raffa oder Luciferianer, ne? Erstmal das. Das heißt, erstmal hier sehen wir, dass dieser Typ komplett verblendet ist. Zweitens, größte Geheimnis der Welt durch mich entschlüsselt. Das ist völliger Quatsch. Aber Leute, guck mal, warum urteilst du über einen Menschen? Guck mal, ich urteile nicht, ich zeig dir das jetzt, okay? Ich urteile nichts. Ich zeig dir nur und dann bildest du dir selber darüber dein Urteil. Erstmal hier. Findest du gut, dass man eine Achtjährige, die vergewaltigt worden ist, dass er gesagt hat, sie kommt jetzt in der Höhle?
das habe ich jetzt nichts davon gehört, aber das ist jetzt nicht gut an, ne? Also, wie lange kennst du den Reza überhaupt? Ich kenne ihn nicht so lange, aber ich hatte sehr viel in seinem Leben mit ihm auch geredet, ne? Lies mal bitte hier. Und dieser Kommentar war vor 6 Jahren auf Facebook. Ja, das ist ja richtig. Wenn sie nicht wiedergeboren ist, das kann man, da kann man nichts machen, ne? Eine 8-Jährige, die vergewaltigt worden ist, verblutet ist. So, und danach? Wenn sie jetzt nichts von Gott, unseren Herrn, weiß und sich davor auch nicht bekannt hat oder so, ne? Dann kommt sie halt in die Hölle. Nein, du kommst in die Hölle. Warum das? Ich kann dir das sagen, weil du schon wieder urteilen wirst. Eine 8-jährige Kind ist ein Kind, was vergewaltigt worden ist. Und guck mal, was er noch jetzt weiter sagt. Er sagt, er prophezeit, dieses Kind wäre später eine Prostituierte geworden, der Mensch AIDS gegeben hätte oder Schlimmeres. Siehst du das? Er macht sich zu Gott. Woher soll er das wissen, was das später das Kind wird? Stell mal vor, es wäre eine Gläubige, aber er prophezeit schon. Ist das okay? Aber du hast jetzt sagst, nicht, ne? Okay, das heißt, du kennst nicht Reza wirklich. So, dann also sehen diese wir... ganzen weiter. Sachen, die du mir zeigst, das hab ich jetzt von Reza jetzt nicht so genau, gehört oder gesehen, ne? Ich habe so einige Sachen von diesen Typen. Ja, weil ich den persönlich auch gut kenne, seit über 8 Jahren. Guck mal hier... Aber warum beschäftigst du dich überhaupt mit dem? Das verstehe ich halt nicht, ne? Okay, warum erwähnt er mich überhaupt? Und lästert über mich. Ich habe seit 4 Jahren habe ich meinen Mund gehalten. Seit 4 Jahren? Ja, lästern ist auch eine Sünde, ne? Lästern ist es auch nicht... Genau, er lästert die ganze Zeit über mich. Wenn er so viel Bibelwissen hat, warum kommt er nicht? Aber Bruder, 4 Jahre, so lange. Ja, seit 5 Jahren. Krass, Wahnsinn. Wie ich gesagt habe, meinen Mund gehalten. Guck mal, ich habe auch Videoaufnahmen, aber ich mache das nicht. Weil ich mir denke so, ich lasse das jetzt. Weil das wäre jetzt zu heftig. Verstehst du? Das, was ich sage, beweise ich es. Und alleine schon das mit Hebräer 6, Vers 4, wie sie das auslegen, ist falsch. Guck mal, du bist katholisch oder was bist du genau? Ich bin nicht katholisch, nein. Guck mal. Das ist weiblicher, ne? Ich glaube nur an den Herrn. Ich bin nicht katholisch, keine Konfession, nix. Nee. Guck mal. Man, amen. Die Sache ist folgendes. Wie würdest du Hebräer 6, Vers 4 auslegen? Wie ich das auslegen würde? Mhm. Gib mir genau ein Beispiel. Hebräer 6, Vers 4. Ich hatte vorhin ein Video abgespielt von Danny. Wie er das ausgelegt hat. Ist völlig unbiblisch. Ach so, wo der gesagt hat, Leute, die abfallen, kommen nicht in den Himmel, meinst du das Video? Genau. Ja, genau, das wollte ich. Ich wollte halt, wenn Danny live gehen würde, will ich halt mit dem reden. Das habe ich auch nicht ganz genau verstanden. Warum kommt nicht Danny zu mir und blockiert mich? Warum kommt er nicht? Wenn er schon über mich redet, warum kommt er nicht zu mir? Bruder, glaub mir, es bringt nichts, wenn du mit Dennis redest, weil der ist komplett von Reza auch manipuliert worden. Das bringt nichts. Er tut doch auf Bibelwissen, denn dieser Pavlos, er fordert doch jeden heraus. Komm, ja, ich bin hier. Ja, der Angelo, der ist total besessen, danach die Waffen zu fliegen. LG, sorry, ich euch nochmal ins Wort reinspreche. Der Pavlos ist seit ein paar Tagen krank. Ich hab ihn letztes Mal auf WhatsApp geschrieben, der ist seit ein paar Tagen krank. Das sind Ausreden, der war vor kurzem, vor heute noch, wo hat er mit diesem Daniel debattiert. Ihm geht's gut. Er hat doch öffentlich gesagt, ich möchte nicht mit dem debattieren. Ja, also Angelo... Verabschiede mich nochmal, ja. Ich guck nochmal, was mit Reza ist. Ich guck mal ein bisschen recherchieren. Dann komme ich vielleicht nochmal live mit euch, ja. Ist gar kein Problem. Gottes Segen, Bruder. War eine Freude mit euch. Gottes Segen euch. Noch einen schönen Abend. Gottes Segen, Bruder. Das Ding ist ja, der Angelo hatte mir auch mit einer Anzeige gedroht. Ja, ich weiß. Die drohen immer mit Anzeige. Gottes Segen, Bruder. Die drohen immer mit Anzeigen, weil sie nicht kritikfähig sind. Aber die können schießen. Ja, und vor allem, ja, das Ding ist so, die sagen immer, ja, man muss die Welt absterben, aber dann, wenn man die kritisiert, drohen dann direkt mit Anwalt. Hä? Was ist denn das für Doppelmoral? Was soll denn das? So armselig diese Leute, ey, unfassbar.
Ja, Bruder, der Rezer hat schon mehrere Aussagen getätigt, die ich selber schlucken muss. Ja, das ganze Zeug mit diesem Kind, das du gezeigt hast, er hat doch mal auch live in TikTok gesagt, dass wenn, ja, du weißt schon, wenn sie vergewaltigt wird, dass das Gottes Züchtigung ist. Was hat aber Gott wenn man mit... wenn man seine Kind vergewaltigt würde oder seine Frau, dann bin ich gespannt, ob er noch so reden wird. Ja, das denke ich auch, aber ich will es nicht denken, Bruder, weil eine Vergewaltigung ist etwas Schlimmes, Bruder. TikTok-Spörtler. Es ist schlimm für eine Frau, egal ob es jetzt eine Frau oder ein Kind ist, eine solche Tat. Und dann kann man, was kannst du vorstellen, da geht ein Typen da vor Gericht, sagt, ich habe sie, ja, habe das getan, aber es ist doch Gottes Züchtigung. Ey, Bruder, was ist das? Ja, genau. Also, hat er das wirklich gesagt auf TikTok? Ja, er hat das gesagt. Ich weiß nicht, wie lang das her ist, aber da hat das zugegeben. Hast du noch diese Aufnahme? Ja. Ah, Bruder, ich habe diese Aufnahme nicht, weil ich bin da reingekommen und da ging es los. Krass, also er hat das tatsächlich gesagt, ja? Ja, ja, er hat das gesagt, das ist Gottes Züchtigung. Was hat Gott mit menschlichen Sachen zu tun? Also, danach merkt man, nicht. Und die Leute, die immer noch nicht wach nehmen, dass sie immer noch nicht wachsam werden, das ist doch nicht mehr normal. Und Bruder, die Leute müssen doch erkennen, dass Danny nichts mit dem Herrn zu tun haben. Ja. Er hat nichts, nicht mal 1%. Ja. Er benutzt nur den Jesus für seine Illuminati-Entschlüsselung. Wer nicht? So. Ja, Bruder, ich habe in den Danny, ganz kurz, dann gehe ich wieder raus. Ich habe Danny eine Frage gestellt, Bruder. Er wusste das nicht. Und die recherchieren und forschen mit die ganze Zeit über diese Illuminati-Sachen und so. Ich habe ihn eine Frage gestellt, der war mundtot. Und sein Kollege auch. Bruder Alessio, ja. Dennis hat von der Bibel fast keine Ahnung. Ja, also er liest ja vor. Ich habe auch, ich sage dir ehrlich, ich weiß auch nicht alle Versen. Ja, ich bin ein Jair. Gib es auch zu. Ja. Ich muss mich nicht verstecken und sagen, ich weiß vieles und dann weiß ich gar nichts. Bruder, ich habe ein paar Sachen, weiß ich. Bei mir ist es ja genauso. Ich bin auch kein Bibelexperte. Ich habe auch von den meisten keine Ahnung. Aber ich weiß so etwas. Aber bei Dennis ist das so, der legt sich mit vielen an, aber er hat von der Bibel so gut wie keine Ahnung. Ja, wenn er sich 24 Stunden mit der Finsternis nur beschäftigt und auf Leser hört, ist normal. 16. Bitte schön, Mister. Hallo, du da oben. Mister. Tschüss. Hey, Mister. Dennoch, ja, ich habe darüber auch schon erzählt. Serkan, bist du das, ja? Wenn du magst, komm mal hoch. Da siehst du, die Leute, ich habe darüber gesagt und guck mal, die Leute kommen neu rein und bestätigen das sogar, ohne ich etwas zu sagen. Guck mal, die Leute sagen das auch, dass er die Bruder von seiner Frau angespannt hat, ausgespannt hat. Keiner hat dich gestummt, du hast dich selber gestummt. Und wenn du nichts gesagt hast, was soll ich machen? Keiner hat dich gestummt, du hast dich selber gestummt. Bruder, das ist, ich weiß nicht. Das ist schlimmer als Korinther-Gemeinde, oder? Schlimmer. Also ich weiß nicht, die ganze Zeit ist denn man immer diese Opferrolle zu spielen, ja? Vor allem dieser Pavlo, der immer die Opferrolle spielt. Ich kann nicht debattieren, ich bin krank, ich will nicht, aber heute hat er debattiert mit dieser Abu Gitano. Ja, warte mal, Entschuldigung, Bruder Alessio. Ja, Denno, stimmt, der hat das mal auch zu mir gesagt. Reza hat vorher immer gesagt, er wird drin bleiben wie Paulus und auserwählt. Ja, Bruder, Gott ist mein Zeuge, das hat er zu uns auch immer gesagt, zu Armin und zu mir, ich bleib immer Single und so. Ich hab ihn dann, Bruder, heirate doch, du bist schon älter. Nein, ich bleib Single und so, dies und das. Wirklich, und dann hört man, er hat von...
Ja, das ist doch höchlerisch, Bruder. Ach so, du meinst hier den Reza hier, ne? Ja, ja, hat er auch damals, ich werde immer Single bleiben und so. Ja, 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 komm. Stimmt, ja, und dann, ich war verwundert gewesen, als ich erfahren habe, dass er verheiratet ist und seine Frau ist 18 Jahre jünger als er. Ja, ja, wie alt ist denn dieser Reza? Der ist 48. Der ist aber nicht lange im Glauben, der ist so wie Amir. Das ist doch nicht mehr normal, Bruder. Ja, Bruder, ich muss jetzt etwas sagen, der Amir macht, sorry, Bruder, dass ich dir jetzt reinquatsche. Okay. Ich finde, Amir macht seine Arbeit gut. Ich weiß jetzt nicht, wie er mit seinem Bruder zu tun hat. Ich will auch nicht über ihn schlecht reden gegen Amir. Aber der Bruder, diese Aussage, ey, das ist wahnsinnig. Und das sagt er sie noch öffentlich und auch auf TikTok, ey. Ja, dieser Typ gehört in eine geschlossene Anstalt. Also der hat nicht alle Tasten schon. Du merkst es auch in seinen Augen. Der hat keine Freunde. Nix. Wie gesagt, für mich ist er nicht im Glauben. In seinen Augen siehst du diese Dunkelheit, dieses Leere in seinen Augen. Jemand, der den Heiligen Geist hat, ja, du hast Freude, du hast dein Augen leuchten, aber bei denen sich nur Liebe. Bei Ami ist das anders. Bei dem merkt man, okay, er freut sich, aber bei ihm nix, tot. Bei dem, ich merke gar nichts, nix. Keine Freude, nix. Das ist. Ja, nee, also, er kennt das Video, wo Reza sagt: Jemand, der die Frau seines Vaters knallt, er rettet. Ja. Der ihn gesägt hat. Ab in den Prozess mit dir. Da kratzt er mit dem Doktorengehirn. Ja, genau, hat er gesagt. Hat er gesagt. Wo ich mir denke, ey, was hast du genommen eigentlich? Der Typ ist so krank. Ja. Guck mal hier. Ah, das ist so groß. Guck mal hier, wie er beleidigt hat. Du behinderter Untermensch, verpiss dich hier. Guck mal, damals schon auf Facebook, jeder Christ hat gegen den geschossen. Dein Bruder war so sauer, der hat euch geistig dümpfend gegenüber verteidigt. Ich sage deinem inneren Bruder, hat nur eins, tu Buße. Vor 6 Jahren haben die Leute ihn schon gewarnt. Ihr seid die dämonischen Ehelehrer christlichen Gewand, die auf Facebook rumrennen. Haltet mal euren Größen mal und geht schweigen in euch. Du behinderter Untermensch, verpiss dich. Einer hat mal geschrieben, Reza, ohne dich wissen wir nichts von der Finsternis. Er sagt, hau ab, du Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Ey, wir müssen wirklich für die Leute beten, die in dieser Sekte drin sind. Der Herr hat mich Gott sei Dank rausgeholt. Aber es müssen alle, die sind so verführt worden. Bruder, das ist ja Islam ist das, Bruder. Oh Mann. Leute, ich werde jetzt aufhören. Ich glaube, das reicht mal ein bisschen. Ja. Ich wünsche dir noch Gottes Segen. Ich gehe wieder Gottes runter. Gottes Segen, lass mal einen Gast hier rein. Gegen euch. Oder mal, aua. Auf Gitarre, Gott segne dich, Bruder. Da ist er, ja. Kannst du mich mal ganz kurz groß machen? Ich muss dir mal was zeigen. Also ich gehe wieder runter, Gottes Segen euch. Passt auf euch auf. Das ist ein Screenshot, da müsst ihr drüber lachen. Mach mich mal groß, bitte. Ich war eben im Gespräch mit Pavlos. Und warum kommt nicht der Pavlos zu mir? Ich dachte, ich habe ihm tausendmal gesagt, geh zu ihm. Ich habe kein Problem mit dem. Ja, ja, klar. Was soll ich jetzt machen? Warte, das war's schon. Kein Problem, warte. Das reicht schon. Ich weiß nicht, ob man das perfekt jetzt sehen kann. Augenblick. Guck, was der unten geschrieben hat. Ich sehe nichts. Was hat er geschrieben? Er schreibt Lüge. Ich habe nie jemandem das Heil abgesprochen. Ach du Scheiße. Oha. Oh Mann. Aber bei Angelo, das Ding ist ja so, der sagt ja, also 9 Jahre lang hat er sich intensiv mit dem Glauben beschäftigt, aber das ist eine Lüge. Denn er hat sehr lange Zeit in Unzucht gelebt, ist fallen gegangen, der ist gerade mal zu 2 Jahren oder so bekehrt. So ein Lügner. Sind doch alle nicht bekehrt.
Das ist doch nicht mal normal. Leute, ich muss leider offline gehen, weil ich bekomme einen Anruf. Kein Problem, ich wünsche Gottes Segen. Ich wünsche euch alle auf jeden Fall Gottes Segen. Wie gesagt, ich habe alles gesagt. Und wenn dieser Pavlos, der sagt, ich habe keine Probleme mit ihm, natürlich, du hast über mich gelästert und du willst auch hier debattieren. Ich bin hier, gar kein Problem. Angebot steht. Ansonsten habe ich jetzt soweit alles gesagt. Das ist nur eine Vorwarnung. Es gibt natürlich Videos, aber da muss ich ein bisschen aufpassen wegen Datenschutz und so weiter. Das ist irgendwie aber lustig. Weißt du, was lustig ist? Ich bin schon wieder stumm geschaltet in deinen Streams. Ich kann schon wieder nicht kommentieren. Irgendeiner schaltet mich immer stumm, wenn ich bei dir reinkomme. Ich habe keine Ahnung, Bruder. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute, ja? Gott segne euch, ihr Lieben.